So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zur neuen Runde Crusader Kings 3. Wir haben ein bisschen was geändert. Wie ihr seht, bin ich ein bisschen größer. Ich war ja hier immer vorher Familie, aber wir machen das jetzt immer folgendermaßen, wenn ich über die Familie rede. Oh, hier ist mein Sohn, das ist mein Sohn. Geschwister, lala, das ist die Mazat. Und dann müssen wir die töten und so, versteht ihr? Und der ist auch wieder am Start. So, des Weiteren. Achso, ja, beim letzten Mal. Ne, immer Playlist in der Videobeschreibung. Twitch jetzt auch wieder am Start. Beim letzten Mal, grob gesagt, wir haben Dänemark komplett gebumst. Die sind jetzt auch komplett weg. Also die hatten ja eigentlich noch woanders ein paar Ländereien, aber die sind komplett weg. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, hier oben, so ein Fitzel von Norwegen haben wir mitgenommen. Ansonsten, Britannia hat jetzt seinen Hauptsitz hier hinten. Was ist noch nennenswert? Wir haben Lübeck von Bayern erobert. Lothringen ist ganz gut dabei, aber es gibt jetzt etwas, da müssen wir gleich mal gucken. Und was mir gerade eben noch aufgefallen ist, achso, ja, wir haben auch Frankfurt von Bayern erobert. Hier ist Jerusalem. Das bedeutet, die Mazat ist jetzt in Reichweite, obwohl die hier ist. Das ist sehr, sehr gut. Und die ist gerade im Krieg gegen Transjuranien, nicht Transsilvanien. Und der ist nackt. Weil Adamitisch. Und die haben natürlicher Primitivismus. Das heißt, sie rennen nackt rum, Alter. Versteht ihr das? Ich würde jetzt einmal vorschlagen, damit die sich hier festigt, helfen wir der. Wir sind Gucci, oder? Ich meine, es ist ja alles... Ist ja alles gut, ne? Werden wir mal schauen. Wir könnten jetzt einmal am Anfang nochmal Erbfolge genau uns anschauen. Denn ich habe mich ein wenig informiert. Wir hatten ja immer so ein, zwei Fragezeichen, weil bei mir war ja immer ganz viel Learning by Doing. Also, wir haben aktuell die begrenzte Lehnsautorität. Die hohe Lehnsautorität bekommen wir erst mit der Innovation Königliches Vorrecht. Königliches Vorrecht erforschen wir aber gerade schon. Das sieht man hier. Das heißt, ja, wir haben 16 Bildung, das müsste jetzt auch, wie lange geht das noch? 29 Jahre, das sieht man. Ach du Scheiße. Dort, ist ein gutes Feature, ne? Müssen wir mal gucken. So lange müssen wir jetzt mit der Bundteilung, ne, wir können ja jetzt schon... Ah, wait a minute. Erbherrschaft ist ja viel wichtiger. Wir erforschen erstmal Erbherrschaft, denn mit der Erbherrschaft können wir die Erbteilung auswählen. Das bedeutet, alle Kinder erben zu gleichen Teilen. Aber es entstehen dabei keine neuen Titel. Das ist sehr gut, denn wir haben hier oben manchmal die Möglichkeit, ein Herzogtum oder so zu erschaffen. Titel können erschaffen werden. Königreich von... Oh mein Gott. Okay. Hier ist das Problem. Ich habe gerade in diesem Moment, just in diesem Moment, habe ich ein Problem entdeckt. Und zwar, Karl ist 50. Der stirbt bald. Kann noch ein bisschen dauern. Aber es sieht nicht gut aus. Wir haben hier zwei Königreiche potenziell. Eins haben wir aber noch nicht gegründet. Weil ich dachte mir, hahaha, ich umgehe die aktuelle Bundteilung. Sage, ich habe nur ein Königreich und mein Haupterbe bekommt dann immer zumindest das Königreich und die Herzogtümer werden dann halt aufgeteilt. Bei der Bundteilung ist es aber so, im Gegensatz zur Erbteilung, dass Titel erschaffen werden. Sprich, würde ich jetzt sterben, würde Sterzig der Zweite Spandau erben, aber Prinz Sigvard Kalleson von Spandau würde König von Dänemark werden und Dänemark würde entstehen. Das ist äußerst schwierig. Steht hier sogar, Königreich von Dänemark.
Scheiße, Bruder. Und mein Tempelorden würde ja auch weggehen. Der hockt ja in Dithmarschen. Bedeutet, wir müssen unbedingt, zwingend, Prinz Sigvard Kalleson umbringen. Scheiße, Bruder. Oder enterben. Können wir das schon? Das können wir noch nicht, richtig? Doch. Abfahrt. Boah, das kostet viel. Oh, bitter. Geht aber nicht anders. Es tut mir leid. Es geht nicht anders. Alternativ Großkönigreich. Nee, da brauchen wir viel mehr Reichsgröße. 120. Wir haben 44. Nee. Das ist noch weit weg. Genau, beim Großkönigreich. Letztendlich hat man mit der Bundteilung immer das gleiche Problem. Egal, ob man das jetzt auf Grafschaften, Herzogtümer, Königreiche oder Großkönigreiche bezieht. Okay, das heißt, wie viele Jahre brauchen wir für Erbherrschaft? 29 Jahre. Das können wir ein bisschen boosten. Okay, haben wir schon Patronarch. Ja. Schwierig. By the way, haben wir Gemeindebekehren an? Ja. Okay. Ja, wir müssen... Das Problem ist, wenn wir Sigvard enterben... Wenn wir den enterben... Und Sterzig der Zweite stirbt... Dann haben wir ein Problem. Ich meine, wir haben hier ein paar Geschwister. Die würden dann, glaube ich, langsam erben. Ne? Aber... Enkel trocken. Ja, dann geht's an die Enkel. Okay, dann haben wir Backup. Alter Junge. Vormundschaft anbieten. Warte mal, was sind die hier, die geilsten Kids? Die geilsten Kids. Oh, Alter, Jasper! Da würde ich mich mal als Vormund... Jasper, du bist wunderhübsch. Jasper! Und Sterzig. Ah, scheiße. Okay. Der geht hier auf Krieg. Okay, ja, aber wir machen's. Wir haben keine Wahl. Ich kann jeden Moment sterben und dann haben wir ein Königreich verloren. Enterben. Tschüss. Enterbt. Ja, jetzt sind hier die Enkel. Gut! Problem gelöst. Jetzt will er vielleicht Rache, ne? Ich könnte ihn auch in der Schlacht sterben lassen, aber ich will das jetzt lieber safe haben und abgehakt. So. Unser Reich. Ja. Okay, also, genau, das ist jetzt unser Ziel. Erbteilung. Großteilung dann später. Okay, das heißt, wir erforschen jetzt erstmal Erbherrschaft, dann königliches Vorrecht, damit wir hohe Lehnsautorität verabschieden können. Dann können Vasallen zum Beispiel untereinander keinen Krieg mehr machen. Das ist auch sehr vorteilhaft. Okay, dann haben wir das geklärt. Ränkespiel, wir beeinflussen den Papst. Warum haben wir das nochmal gemacht? Genau, Ablässe erbitten. Ei, stimmt. Kalle ist... Ah, nee, das war Sterzig. Haben wir irgendwas, was... Nö, uns geht's doch gut. Warum wollten wir den Papst beeinflussen? Wisst ihr das noch? Einfach so wegen Money, ne? Nee, Mörder, das war Sterzig. Das war der Vater. Okay, was haben wir zu tun? Wenig Kontrolle in Gemeinden. Frankfurt, Lübeck. Ja, das sind ja unsere Sachen, ne? Alter, in Frankfurt... Nee, Fürstengebäude. In Frankfurt kein Spezialgebäude. Okay. Ja, das können wir hier mal... Ah, nee, in Köln machen wir gerade noch. Okay, wir machen erstmal Köln rund, dann machen wir Frankfurt rund. Aber das können wir dann auch irgendwann abgeben. Gut. Wir können Gaela rechtmäßig einkerkern. Warum? Unzüchtig. Ja, dann ab in Kerker. So, dann... Lösegeld.
11 von 105. Nee, die muss noch reifen. Wir können Bündnis mit Prinz Sigvard aushandeln, den wir gerade enterbt haben. Gerne. Das geht, weil er verwandt ist. Das ist mir egal. Kriege sind mir egal. Das ist mir auch egal. Wir können das Herzogtum Dings machen. Schleswig. Ist aber, glaube ich, gerade nicht nötig. Die will, genau. Und hier, du willst fingieren auf... Ah ja, Aachen, ne? Das ist so verlockend immer noch, aber tatsächlich finde ich das, die Aachener Königspfalz gar nicht so krass. Leute, wenn wir das jetzt mal gegenüberstellen, ja? Aachener Königspfalz. Stimmt, der Papst war auf meiner Party, stimmt. Yo, ich will ja sogar Freundschaft eventuell mit dem bekommen, ne? Worauf skillen wir gerade? Wir skillen doch sogar auf Diplomatie, genau. Ne, auf Bildung. Auf Bildung haben wir umgestellt. Aachener Königspfalz. Zuwachs. Prestige, Bekanntheit, Klerus, mächtiger Vasall. So, und Kölner Dom, Money, Zuwachs, Frömmigkeit, Bekanntheit, Ritter-Effektivität, ist ja doch krass. Ich finde den Dom besser. Oder? Leute, Abstimmung, Dom oder Königspfalz? Was empfindet ihr als stärker? Ich glaube, wir wollten die Blutlinie beiden tatsächlich. Dom, ne? Denke ich auch. Blutlinie beiden wollten wir tatsächlich, ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt endlich weiter, nachdem wir jetzt eine Viertelstunde nochmal alles geklärt haben. Alles Theoretische. Und steigen bei Jerusalem in den Krieg ein. Hoppala. Kriegsbeitritt anbieten. Das geht wahrscheinlich sogar gar nicht, weil wir nicht... Sie ist nicht unser Verbündeter. Und sie will auch unser Bündnis nicht. Ich könnte sie verführen. Anspruch. Oh, wir können ja ihren Anspruch erbitten. Nee. Können wir nicht eine Heirat arrangieren und daraus ein Bündnis bekommen? Hier, Tochter. Nee. Irgendein Enkel. Nee, ne? Schade, wir können da nicht einsteigen. Aber wir können den einfach mal Krieg erklären? Nee, auch nicht, ne? Kam kein Kriegsgrund. Okay. So. Genau. So, jetzt gucken wir noch einmal nach Lothringen. Wir wollen ja, dass das Reich zerfällt. Denn es ist schon irgendwie mein Ziel, das Herzogtum hier zu bekommen. Wir haben uns für Dom entschieden. Wenn wir ihn hier umbringen, gibt es nur weibliche Erben für Lothringen. Nee, es gibt noch einen Enkel, der ein Jahr alt ist. Es gibt einen Enkel, der ein Jahr alt ist. Gut. Aber wenn ich die beiden umbringe, wenn es keine männlichen Erben gibt, was passiert dann da? Dann müssten doch... Also, ich mach die jetzt erstmal weg. Mord! Oh, 5% nur. Uff. Uff. Puh. Scheiße. Oh, nee. Okay, scheiß drauf. Wir können... Ah, wir können zwar Heirat arrangieren. Wir können das doch... Genau. Ja, okay. Gut, wir lassen mal laufen.
Böhmen. Die ist im Knast, sehr gut. Nee, okay, wir... Nein, das ist doch dumm. Das ist dumm. Das hier. Geiler, okay. Die könnte ich rekrutieren. Hier haben wir noch einiges im Käfig. Aber die bringen ja gar kein Geld. 5. Die bringen ja gar kein Geld. Und das sind auch keine guten Ritter. Okay. Also, ich sag mal so. Wir können jetzt auch überlegen, hier Böhm, Rambazamba. Der hat aber einen Verbündeten. Ja, wir haben auch... Oh, der hat 5000 Truppen. Das sind noch ein paar viele. Bayern? Haben wir keinen Waffenstillstand? Doch. Wie lange geht der noch? Hä? Diplomatie? Verteidigend? Alter. Hä? Hier ist nichts aufgeführt. Bis wann? Bei mir? Ah! Noch 4 Jahre. Boah. Okay, aber in der Zeit können wir tatsächlich... Ja. Oh, mein Gott. Okay, ich würde vorschlagen, wir fokussieren uns jetzt erstmal darauf, weiter in Dänemark zu befrieden. Bedeutet, wir bekehren da alles und fördern unsere Kultur, die sächsische, in Dänemark. Und unser Geld... Verwenden wir jetzt, also nebenbei bauen wir halt unsere Städte noch aus. Der Tempel wird gerade gebaut. Genau, okay, können wir gar nicht mal. Dann ist es, ja, ich glaube, dann ist unser Fokus Lothringen. Und dann werde ich jetzt mein Geld echt darin investieren, den kleinen Mann hier umzubringen. So, dann würde ich das unterstützen lassen. Und dann lade ich jetzt... Zum Beispiel hier den hier ein, Alter. Bestechen. Zack. Bestechen. Zack. So. Damit müsste jetzt das schon ganz schön erfolgreich gleich werden. Ja, ja, ja. Oh, très bien. Très bien. So. Okay. Was mit Niederschlesien? Ja, die haben auch gut Truppen. Ja, Böhmen, Ostfrankreich. Geh nicht. Vasallentum anbieten. Okay. Kriegerorden wurde ange... Oh, wir können ja unseren Kriegerorden gegen Böhmen an... Oh. Ja, Bauernaufstand. Geht wieder los, Freunde. Ja, mittlerweile ist das lächerlich, was ihr da... Also, das ist ja wirklich... Komm mal her hier. Wir haben jetzt die Wahl, entweder wir bekommen Selbstkomplottwiderstand oder... Der bekommt Fortschritt. Die Königin ist sehr alt, deswegen würde ich hier lieber Fortschritt machen. So, vorgespult. Oh, Ratsmitglied ist verstorben. Hm. Boah, da haben wir auch nur Scheiße, ne? Nehmen wir unseren Halbbruder. Sterzig, der Zweite. Ne, der Erste. Der Erste, Zweite. So, das war... Das war es noch nicht. Hä, wo sind die anderen Bauern? Oh, lol. Hä? Oh, Alter, Frankfurt. Frankfurt. Das war unser Befehl. Ja, dann bist du das jetzt. So. Nee, das ist mir egal.
Wir können jetzt sagen, der Freundschaftskomplott gegen, für den Papst bekommt Fortschritt. Wir haben eine gefährliche Fraktion. Noch ein Bauernaufstand. Das ist der dann in Dänemark. Verstehe. Stein aus Glas. Das ist eine ein Bildungsereignis. Ah, okay. Unser Augenlicht lässt nach. Entweder er soll uns jetzt helfen und liest uns vor, dann bekommt er ein schwaches Druckmittel. Oder wir investieren 115 Gold, um eine Brille zu bekommen. Oder ich verkaufe die ganzen Bücher und verliere Anspannung und bekomme Geld. Erzbischof Druckmittel wäre, glaube ich, nicht so gut, schwaches. Wobei, er ist halt schon. Was kann er verlangen? Ja, aber Gold brauchen wir gerade nicht. Ja, doch. Okay, er bekommt schwaches Druckmittel. Und wir bekommen 300 Bildungserfahrung. So, dann ziehen wir jetzt nach Süden. Katharina wird erwachsen. Kriegerorden schon wieder angeordnet. Alter, was? Wir werden überfallen. Die können jetzt heiraten. Ehre. Dann kommen wir ein schönes Bündnis. So, sehr gut. Also es wird halt gefestigt. So, wer überfällt mich? Daumberg. Also das ist frech. Wir machen kurz einen Abstecher nach zu den scheiß Ossis wieder. Wirklich. So, weg mit euch. Mein Gott, ne? So, tschüss. Ciao. So, jetzt ziehen wir hier unten weiter. Lösegeld. Ey, die sind immer noch so billig. Aber das Ding ist, die sind alle von allen. Nämlich von ihr hier. Und die wird auch nicht mehr Geld bekommen. Tja. Nee, das brauchen wir nicht. Geil, der ist ja inzwischen König, ne? Genau. Alter, nice. Den haben wir ja verholfen, ne? Glaube ich. Sein Aufstieg. Jawohl. Gib mal Gas jetzt. Oh, die haben es gleich erobert. So, Bildung. Neuer Vorzug. Theologe. Oder wir gehen erstmal auf gesunder Körper, dann leben wir deutlich länger. Ja, aber dann steigt die Wahrscheinlichkeit des Sterzigsten. Ja, das Ding ist, Körper ist OP, aber... Alter, er ist krank. Oh Gott. Er ist halt krank. Okay, wir gehen auf Körper. So. Alle auflösen. So, jetzt ist der Typ hier, der wird hingerichtet. Der Anführer von den Bauern. Durch Köpfen, Ehre. So. Bekehrung, nee, die will nicht. Wir machen hier mal Massenausdings. Ich habe keinen Bock, dass sie alle im Kerker bei mir rumgammeln. So, jetzt gibt es in Dänemark bald wieder Aufstände. Gesse ich mal. Wie weit ist der Mordkomplott? Findet jeden Moment statt. So, jetzt ist die Frage, helfe ich noch ein ganz klein bisschen nach? Nee, ne? Geht nicht. Ist aber auch schon gut. Sehr gut, dann kriegen wir hier ordentlich Meinung von ein paar Leuten. Okay, hoppala. Alter, was passiert hier immer mit Bayern? Ey, woher kriegt der immer das Land? So, bitte stirb. Oh, es hat geklappt. Ein verstümmelter Leichnam. Sehr gut. Das Problem ist, ich kriege jetzt richtig viel Anspannung, weil ich ein Kind umgebracht habe. Aber das ist halb so wild. Weil... Ja doch, scheiße. Egal, darauf bringen wir einfach noch eins um. Aber warte mal, der kleine Mann hier ist jetzt gar nicht mehr Haupterbe. Guck mal, das geht an die Bürgermeisterin Margarete.
Die ist gerade sonst wo. Schocktherapie. Ach so, stimmt. Also, die Situation ist folgende. Wenn ich mir jetzt die Erbfolge vom Königreich Lothringen mal anschaue, genauer betrachtet, sehen wir hier an erster Stelle die Tochter. Bürgermeisterin Margarete. Sowie an zweiter Stelle der Enkel. Stefano da Palacio, Alter. Den würde ich, glaube ich, auch noch umbringen. Ja, komm. Den kriegen wir nochmal Anspannung. Ja? Vielleicht sollten wir kurz chillen. Weil wenn der jetzt hier nicht an erster Stelle ist, dann ist er prima. Alles bricht zusammen. Ein geistiger Zusammenhang. Ich habe das Gefühl, dass man die Achievements... Ah, wait. Ich habe die links oben bekommen. Und nicht rechts unten das Steam Achievement. Kann es sein, dass man irgendwie in jedem Spielstand nochmal die einzeln bekommt? So. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen das in Kauf und warten jetzt auf ein schönes Festmahl. In 2 Jahren oder eine Jagd in 1 Jahr. Ja. Okay. Wir haben auch generell, haben wir eigentlich Kriegsgrund gegen? Nö, ne? Ist ein bisschen bitter, dass sie offensichtlich ja kein Gold hat, um unserer Zahlung nachzukommen. Hey. Und unser Ritter kann das auch nicht. Zum Gelübde aufführen. Ja! Ja! Ja, ja, ja. Gelübde. Dadurch wird er Ordensmitglied, verlässt den Hof. Normalerweise wird er zum Mönch. Oh geil, Hingabestufe erhalten. Normalerweise, wenn man keinen Ordens... wenn man keinen Tempel-Dingsorden hat, dann würde er Mönch werden und dann würde man mehr Frömmigkeit im Monat bekommen. So aber nicht. Wir machen es trotzdem mal, Alter. Oder? Wir finden heraus, was es uns bringt. Wir brauchen den eh nicht. So. Hat sich nichts verändert. Gut. Gut. Okay. Kalle, halt durch. Was machen unsere Enkel? Jasper. Jasper, super, super Jasper. Sterzig. Kann mich selber nicht als Vormund anbieten. Aber... Ich könnte ja jemand anderen anbieten, wenn er eh hier auf Ritter geht. So. Okay. Hier wird weiterhin befriedet. Ausgezeichnet. Okay. Wir spulen etwas vor. Vor. Das kann man nicht mehr lösen, wenn man schon ein Druckmittel wir haben sie schon erpresst und wir können das jetzt nicht aufdecken, denn es wurde auch schon aufgedeckt. Wie war das? Genau, wir haben sie schon erpresst. Und wenn wir jetzt aufdecken wollen würden, geht das nicht. Weil? Weil es bereits als Druckmittel eingesetzt wird. Oh. Hier ist gerade was passiert. Sie hat gegen Bayern gewonnen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Uff.
Bayern versinkt im Bürgerkriegen. Eieiei, das wird jetzt langsam hier bedrohlich, ne? Spandau in England? Alter, what is happening? Geil. Geiler Typ. Tatsache. Ich glaube, wir können theoretisch kleinere Kriege führen. Gegen Oberhäuptling, was? Wer? Oh. Oh. Wir können uns nach Skandinavien ausweiten. Frage ist, wollen wir das? Können gegen Schweden Krieg erklären. Können gegen Estland Krieg erklären. Niederschlesien. Aber die 14.000 Truppen, kannst du vergessen. Was ist das, Alter? Okay. Böhmen. Und Bretagne. Das Ding ist aber, da muss ich überall Frömmigkeit gegen einsetzen. Und ich spare ja gerade Frömmigkeit, damit ich eventuell vielleicht es noch hinbekomme, meine Blutlinie zu weihen. Die Frage ist, also Kalle ist zu einem Beispiel, also dieser Leitstern, die ist ja, also das ist ja weg, wenn er stirbt. Ich meine, wir bekommen 500 Bekanntheit, das ist ziemlich viel. Naja, aber eigentlich auch nicht so viel, oder? Ist das so worth? Eifer von Katholizismus wird halt erhöht. Ja, das ist halt die Frage, ne? Ob das 2500 Frömmigkeit wert ist. Weil gefühlt nicht. Ne? Noch 40 Jahre, dann kommt Frankreich. Nein, habe ich dann blaues Blut? Hä? Nein, das ist doch Blutlinie stärken. Das ist ein Unterschied. Blutlinie weihen, Blutlinie stärken. So. Blei zu Gold. Ja, auf jeden Fall ein Vorzug. Hey, zu 100% schaffe ich es doch. Zack. Achso, das ist jetzt eine Reihe von ich check's. Okay. Wir haben jetzt hier eine Reihe von Ereignissen. Er will Blei zu Gold machen. Das ist irgendeine Alchemie-Herausforderung aller Bildung. Und da können wir uns jetzt zum Ziel klicken. Algen. Ja. Man kann das auch jederzeit abbrechen und dann bekommt man ein kleineres Ergebnis. Alter, Friesland. Oh, sie ist gestorben. And it happened, Alter. Jetzt können wir uns Friesland einverleiben. Die hat keine Verbündeten. Geil. Sehr gut. Oder Lothringen hat auch keine Verbündeten. Doch. Lothringen ist alone, Allah! Zugeschlagen! Dieser Hass in der Stimme, jo. Wo waren wir gerade bei der Herausforderung? Egal, Krieg. Nein! Oh! Dortmund! Better fast!
Scheiße. Ei, das ist ja bitter. Ah, das hatte ich bei Sterzig gemacht. Egal, 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 egal. Wird, wird, wird. Exkommunikation erbitten. Hier, Kommunikation, Exkommunikation. Exkommunikation erbitten. Dann leidet die richtig. Dann leidet die richtig. Und ich bin so mit dem Papst. Deswegen geht das auch. Das wird klappen. Und sie ist dann richtig gebumst. Ja, das mache ich. Scheiß auf Blutlinie Wein. Das bringt mir... Ich glaube, das bringt erst was, wenn man jung ist, wenn man knackig ist, wenn man richtig hier einen Theologen hochzüchtet, seine eigene Religion bildet. Also, sorry, aber die Fakten sprechen nicht für Blutlinie Wein. Also, die Frage ist, ob ich das überhaupt auch noch hinkriege im Leben von Kalle. Ne? Und dann ist das ja auch schnell schon wieder vorbei. Die 500 Bekanntheit sind nice. 25 Eifer sind auch nice. Aber ist es nicht worth. Blutlinie Wein ist richtig krass. Why? Warum? Weil der Leitstern wird doch nicht vererbt. Ist eine Eigenschaft. Die Frage ist, was für eine Eigenschaft? Vererblich? Einige Eigenschaften sind auch vererblich. Ja, aber... Hier steht nicht, dass sie vererblich ist. Der Papst liebt deine gesamte Dynastie danach. Ist vererblich, doch ist es. Doch, das wird vererbt. That's something new, Allah. Da müssen wir jetzt irgendwie auf 2500 Frömmigkeit bekommen. Das schaffen wir, glaube ich, im Leben von Kalle nicht mehr, oder? Selbst wenn wir jetzt auf gesunder Körper gehen, dann haben wir vielleicht noch 20 Jahre. We can try, actually, Allah. Bitte, bitte, bitte. Ja, sehr gut. Sehr gut. Hände waschen, Zurückhaltung, unbeschwert. Hände waschen. Weil wegen dem danach, da kriegt man massiven Gesundheitsbonus. So, wir müssen jetzt aber dann auch gucken, dass wir jetzt bald eine Jagd machen. Okay, es ist in Ordnung. Wir sparen jetzt Frömmigkeit. Das bedeutet im Umkehrschluss, gegen die ganzen stämmischen Heiden können wir nicht so einfach Krieg führen. Aber wir fokussieren uns dann einfach so lange auf Lothringen und Bayern. Friesland übrigens, mitten in Bayern. das ist cool. Cool, cool, nice, fresh. That's cool. Friesland heiraten? Well. Wir haben keinen Sohn. Können wir nicht unsere Alte hier mal weghauen? Die hat nämlich keine Erben. Das heißt, wenn wir sie bumsen mit Kalle... ...dann ist das gut für unsere Dynastie. Insane. So, dann, Herr Papst, ich will nicht mehr. Die ist auch unersättlich. Das ist nicht geil. So. Dann setzen wir 100 Frömmigkeit ein. Aber das ist zu verlockend. Das ist zu verlockend. Alle Verwandten. Ja, sind ja nur die beiden Kinder. Easy. Ja, das ist, lohnt sich. So, ich will nicht mehr. Bitte.
Ciao. So, Mademoiselle, Bertha. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Kalle, Alter. Warum nicht? Ein kleines Geschenk, Alter. Meinung von Königin Bertha über euch. Das pushen wir. Alter, die ist 23, die ist noch knackig. Ich schenke dir was. 100. Jetzt bitte, bitte, bitte. Ja! Einen bescheidenen König, Kalle von Spandau. Ich, Bertha, nehme gern eure Hand zur Ehe. Möge St. Brigitte aller unseren Bund segnen. Mein gültiger Ehepartner, gezeichnet Königin Bertha von Friesland. Voila. So. Neißenstein. Sehr, sehr gut. Jetzt ist es wichtig, dass wir sie bumsen. Verführung eingeleitet. Was heute wieder passiert, ne? Es ist wirklich, es ist... Dieses Spiel wird nie langweilig. Nie. Kalle macht jetzt die friesländische Königin. Wie soll ich das sagen, ohne... Also da passiert jetzt... der... in den Krieg rufen. Königin Bertha von Friesland gegen? Nee, das geht aber nicht, ey. Nein! Alter, die lehnen sich auf. Bauernaufstand in Friesland. Wo sind die? Die Schweine. Nee, wait. Oh mon Dieu, Alter. Hinder. Wir müssen unser Gemahlin zu Hilfe, dingsen. Alle ausheben. So, jetzt muss sie hier aber... Ah, sie kann nicht rein da. Ja, stimmt ja. Na gut, das ist der Deal. So, runter da. Okay, da hat sie genug Truppen. Genug eigene Truppen tatsächlich. Ah, wobei... Okay, dann gehen wir zum Angriff über. Nach Evreux. Du hast dann zwei Königreiche, die sich wieder teilen, wenn du schubst. Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich habe nur einen Erben, alles gut. Das haben wir am Anfang geklärt. So. Die wird gesellig, das ist immer gut. So, rüber da. Zugriff. Da! Ah. Oh, hinterher. Königin Bertha erhielt die Eigenschaft schwanger. Alter, Kalle, du bist asexuell und ohne Verführung hast du die... Geschwängert. Ehre. Finde ich gut. Einsatz fürs Königreich Spandau. So, komm her. So. Ja, Königin Bertha. Worauf steht sie? Fleißig, großzügig, gerecht. Sie hat am meisten in Diplomatie... Buch kaufen wir Bildung. Taschentuch mit meinem Wappen. Ich weiß nicht, Alter. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. So, jetzt drauf da. Easy. Geil. Schön Volk unterdrückt. Auf Ehre. Was? Ja, aber das ist alles... Das ist alles Religionskriege. Nee, nee. Wir fingieren jetzt hier einen Anspruch auf die Lothringen-Thuse. Zynisch. Ja, aber ich kann mir gerade keinen Stress leisten. Tut mir leid. Wir haben ja auch ein Bündnis, ne? Geil, 2500 Truppen nochmal. Richtig nice.
Sehr, sehr gut. Sehr gut. Das sehr gute Ereignisse. Gründe meine eigene Religion. Alter, als ob ich das mal so nebenbei machen könnte. So funktioniert das nicht mit der Religion. So, wie viele Ritter haben wir denn? Haben wir gute Ritter? Oh ja. Ja, ja, ja. Ja, den mal lieber verbieten. Du sollst mal uns erhalten bleiben, bitte. Ja, unser Neffe wäre auch ein bisschen wasted, ne? So, Sterzekammer verboten, Sterzekammer verboten. Gut. Ja, dann holen wir uns noch ein, zwei ins Boot. Der hat 16 Kampf geschickt, nehmen wir. Der ist aber schon sehr alt gewesen. War vielleicht kein so guter Deal. Okay, so, Anspruch wird fingiert. In Dänemark keine Aufstände mehr, merkt er? Merkt er? Hier wird jetzt nochmal Kultur gefördert. Glauben Sie überhaupt Gold erbitten? Ist es 12? Dann geht Meinung von ihm runter. Ja. Nee, da setzen wir Frömmigkeit ein. Nein, 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 nein. Nein, Max. Think about it. Wie lange muss ich denn hier eigentlich Kontrolle schaffen? Also das ist ja auch heftig. Prinz Sterzig ist verstorben, mein Bruder. 40 Anspannung. Alter, ich bin... Oh mon Dieu. Ich bin fast Anspannung Stufe 2. Oh nein. So. Prinz Sigvard Kalleson. Ab ins Amt. Scheiße, ey. Jetzt muss ich aber wirklich Jagd veranstalten. Zack, 30 runter. Immerhin. Ritter können wir einladen nebenbei. Wir haben genug Prestige. So. Sehr gut. Kultur gefördert. Dann machen wir direkt weiter. Machen wir hier weiter. Zack. Sehr gut. Dann ist da auch langsam mal Ruhe in Dänemark. Wird alles schön sächsisch. So. Ihr erhaltet 100 Frömmigkeit. Das nehmen wir. Ist mir scheißegal, was das andere. So, 100 Frömmigkeit. Siehst du, zack. Man muss... jeden Frömmigkeitspfennig zweimal umdrehen. So, Friesland, alles Gucci. Bitte kriegt noch das Kind. Werd jetzt bitte nicht umgebracht. Sie ist krank. Nein. Schwerer Malus. Aber gelinderte Krankheitssymptome. Sehr gut. Jagd endet. Das war jetzt nicht sehr ergiebig. Eine Tochter. Scheiße. Nehmen wir mal Tamina. Warte mal, wie ist das jetzt hier mit... Erbfolge Nummer 1. Ehre. Nice. It's enough, it's enough, it's enough. Weiter schwängern, weiter schwängern. Du bist ja noch dran, ne, Kalle? Du bist doch noch dran. Ja, 11 Monate noch, dann wird gebumst. Hehe, ab in die Kiste. Was ist Scanner, ey? Mhm. Okay. Tempel wird gebaut. Alles nice, alles cool. Alles gut. Er verführt. So, Spannung hier ein bisschen. Das ist quasi eine Dings, ne? Eine Dings. Was will er denn jetzt? Oh, Religionskrieg. Er will da einnehmen. Unser enterbter Sohn. Kolonie, danke. Ja. Helfen wir gerne, oder? Schön Gebiet erweitern. Was hat sie für Verbündete? Ehre. Annehmen. So, dann rufen wir mal die Truppen aus. Sehr gut. Ja, meine Untertanen machen mal schön Religionskrieg. So kann man auch sein Land erweitern. Warte mal, wo hatten die ihr Haupt... Oh, bin ich dumm. Das war dumm. Warte, kann ich jetzt nochmal auflösen? Solange die sich noch bilden, glaube ich. Ab in Krieg. Genau, Leute. Hoch die Fackel. Ja, Gott sei Dank. So. Die setzt über, ist egal. Wettkampf. Alter, Bertha, ey. Krasse Krone übrigens. Ich darf keine Anspannung mehr.
So, die ist großzügig, gerecht. Nachdenkliche Seite. Sparsame Seite? Nee, sie ist großzügig. Boshafte Seite? Nee. Ja, dann am ehesten, glaube ich, nachdenklich, oder? Wenn sie gerecht ist, dann denkt sie vielleicht viel nach. Die ist übrigens bayerisch. Ich will es nur genannt haben. Sehr gut. Schwelende Chemie. Sehr gut, Kalle. Sehr, sehr gut. So. Wo rennen die jetzt hin? Drauf da. Du fällst hier nicht ein. Oh, musst du unbedingt ein Boot machen? Oh, sehr gut. Sehr gut, Sterzig. Sehr, sehr gut. Ketzerei. Ist mir scheißegal. Oh, ich werde überfallen. Von Lausitz. Ich raste aus. Ich raste aus. Ey, und immer wenn ich Krieg führe, ihr seid so die Schweine. Die scheiß Ossis. Es ist wirklich. Jawohl, kümmert euch drum. So, jetzt direkt. Mark, meinetwegen. Schweine. Wir machen erstmal den Krieg hier Ende und dann gucken wir mal, dass wir den da unten auf die Fresse hauen, ey. Das kann ja echt nicht sein, ne? Warte mal, warte mal. Ey, das sind so die miesen Schweine. Jetzt haben die Halberstadt. Ich hab das schon, ich hab das schon. Jetzt sind sie in Göttingen. Alter, ich werde... Eines Tages werde ich Lausitz... Das... Wirklich. Ich werde die einfach so fertig machen. Das ist richtig gut. Weil ich kann jetzt richtig viel Frömmigkeit absahen. Ja, gerne, Alter. So. Und diesmal machen wir es ganz anders, denn um Königreich England! Haha! So, warte, warte, warte. Wir ernennen unseren Neffen von Jerusalem, oder? Wen? Auf jeden Fall männlich, denke ich. Oder unsere Schwester. Nee, Tamina! Tamina! Wir haben hier noch eine Tamina. Alter, was ist mit dir passiert, Tamina? Wir arrangieren immer eine Heirat, ja? Hier mit so einem richtig krassen Ritter von mir. Mit Into. Ah, der ist finnisch. Hier, mit dem schönen Sachsen. Der ist auch zufrieden, mitfühlend gerecht, Tamina. Ja, das ist gut, komm. So. Das Problem ist... Die haben aktuell noch echt doppelt so viele Truppen. Okay, wir machen es jetzt diesmal ganz anders. Wir werden nämlich, bevor der Krieg losgeht in einem Jahr, da schon die Truppen stationieren und bereithalten. Und direkt drauf, damit sich da gar nichts gruppieren kann. Das ist mein Plan. Geil, beschlafen. Königin Bertha, beschlafen. Sehr gut. So, ich hole mal kurz was zu trinken. Der Kaffee ist kalt. Ist aber nur ein Pissrest. Und mach kurz Werbung. Deus vult numero quadro, Alter.
Mir kam gerade eine Idee. Beziehungsweise Sterzig hat es gerade vorgeschlagen. Es wäre geil, wenn, weil was hier passiert, ist ja durchgehend wirre. Wirre Scheiße. Es gibt einen Kreuzzug um England. Es wäre geil, wenn jemand eine PowerPoint-Präsentation immer machen könnte über die Ereignisse, was hier alles passiert die ganze Zeit in dem Spielstand. Also allein mal so eine bildliche Darstellung dieser Geschichte hier. Warum blinken manche Provinzen? Weil die... das ist so, weil... Kreuzzug-Mates, glaube ich. Oder weil wir hier im Krieg sind? Ja. Weiß ich nicht. Okay, so. Die legen ja schon wieder ab. Boah. So, du kommst hier hin. Nee, schaffst du das noch? Nee, ne? Mein Gott. Die kriegen ja nie den Schlund voll. Aber wenn wir die Schlacht gewinnen, dann war es das, glaube ich. Und die verlieren noch Truppen. Bildung, zack. So, eiserne Konstitution. Fruchtbarkeit 30% nochmal, Kalle. Rein in die Olga. Und massiver Bonus auf Gesundheit. Das ist einfach nur nice. So, könnt ihr jetzt bitte aufhören? Bitte hört auf. Ey, Lausitz, immer auch... Die kommen auch immer angeschissen, wenn ich im Krieg bin. Immer. Es ist so ein niederes Volk, wirklich. Fucking Arsch... Entschuldigung, Lausitz. Festmahl, Festmahl. Danke, danke, danke. Ja, brauch noch 54. Mann, ey. Dieser Krieg muss jetzt bitte enden. Der muss jetzt bitte enden. Wir dürfen nicht mehr über See fahren. Hier sind aber gerade keine Überfälle mehr, ne? Alter, Bayern ist hier richtig zerbröckelt. Ist irgendwas passiert? Nee, der lebt immer noch. Das waren wahrscheinlich die ganzen Bürgerkriege, die da Unabhängigkeiten hervorgerufen haben. Okay. Wir haben jetzt ein zeitliches Problem, weil Kreuzzug geht hier gleich schon los. Aber wir kriegen den Krieg ja nicht vorher beendet. Scheiße. Egal, wir können schon mal mit den Truppen jetzt darüber schippern. Ehre. Dann haben wir kein Geld für Festmahl, weil das Schippern... Wir lösen die jetzt auf. Dafür... Warum können wir die nicht auflösen? Gegnerische oder feindliche Armeen in der Nähe. Jetzt. Zack. Auflösen. Rest schafft er alleine. Und heben jetzt hier aus. Damit sparen wir die Überseekosten. Mit. Fahne verschieben. Spandau. Hier alle ausheben. So. Worum wird es gleich gehen? Königreich von England. Was ist denn hier das Relevanteste? Herzogtum von Ostanglien. Aha. Ist das so nach Relevanz sortiert? Ich glaube, ich muss einfach alles, was gegnerisch ist, religionstechnisch, katholisch. Hier, das muss alles raus. Das muss alles weg. Die müssen wir bekämpfen. Ja, das heißt wahrscheinlich hier vor allem, also einfach alle Städte erobern und Armeen bekämpfen, die richtig klein halten. Wessex, ja stimmt, Wessex ist hier unten. Hier müssen wir alles klein halten. Wie sieht's aus um die Anteilnahme? Ey, da muss noch mehr gehen, da muss noch mehr gehen, bitte. Egal. Okay, so, der Krieg hier müsste entschieden sein. Ja, komm, nochmal drauf. Schönes Ding. Das war's da oben. Könnte jemand rechtmäßig einkerkern? Wird aber nicht klappen. Das ist egal. So, Festmahl, 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 bitte. Geil, Ingeborg starb. Unsere Rivalin. Nice. Random, aber nice. So, jetzt können wir gleich Festmahl machen. 11 Kröten. Komm schon. Komm schon.
Blutlinie weit geht nicht, Kalle ist bescheiden. Ist das so? So, geil, nicht mehr angespannt. So, Ratsmarschall beeindruckt Vasallen. Geil. Gute Arbeit, Prinz Sterzig, der zweite Punkt 2. Alter, wie lange brauchen die denn, um in scheiß Köln die Kontrolle... Also, ich check's nicht. Das habe ich noch nie erlebt. König Ludwig... Oh, mit Bayern ist der Waffenstillstand ausgelaufen. Und wir können hier heiraten. Machen wir mal eine schöne Bündnismacht. Geil, perfekt. Zack. So. Oh, guck mal, in Lothringen. In Lothringen richtig dick Bürgerkrieg. Seht ihr das? Die hier gegen... Oh, schön, schön, schön. Oh, das ist gut. Es passieren gerade so viele gute Dinge. So, hatte interessante Gespräche. Ja. So, für den Kreuzzug könnte ich noch mal ein paar krasse... Nee, ich habe kein Geld. Wann geht's genau los? 3 Monate. Dann haben wir noch 2 Monate, wo ich gut Geld kriegen könnte. Ja. Ja, ich will noch mal mehr Geld hier bekommen in der Zwischenzeit. So, Krieg ist übrigens durch. Eine Sache noch. Ihr habt jetzt gesagt, Blutlinie Wein geht nicht. Weil wir die Eigenschaft bescheiden haben. Das ist ja ungünstig. Ja, dann können wir das vergessen. Gut, dass wir nicht auf Theologie gegangen sind. Okay. Okay, ja gut, aber dann können wir hier die ganzen Kriege führen gegen die anderen Reiche. Also gegen die Heiden. Geil. Einverleibt. Sehr gut. Berühmte Dann können wir jetzt auch Gold vom Papst holen. Richtig, danke, danke. Chat hat mich. Oh, und dann haben wir jetzt auch kein Goldproblem. Voila. Templer, Templer an Dingsen, genau. Können wir auch noch nicht, weil noch kein Krieg ist, richtig? Nimmt am großen Religionskrieg teil. Automatisch. Sehr gut. Mm. Sehr, sehr gut. Dann heben wir jetzt doch aus. Damit die schon ready sind. 5 Monate. Scheiße. Okay. So. Gold sparen wir jetzt. Gold sparen wir. Okay, ich denke, es läuft. Bauernaufstand, nee, sorry, habe ich jetzt gerade... Es tut mir leid, musst du selber machen. Kriegst du hin, oder? 400 Leute, easy. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, es geht los. Freunde, Deus Vult. Die Mugge, ne? Ist schon. Jetzt bekomme ich auch ein bisschen Bock auf Krieg, muss ich sagen. So. Problem ist, wir stehen hier nur 58 Tage. Okay, aber wir müssen hier jede Hauptstadt richtig wegmachen. Oh. Sterzig, deine Frau ist weg. Also das ist hier aber auch Achterbahn der Gefühle. Sterzig, wir verheiraten dich einfach neu. Das ist gar kein Problem. Was hast du? Stattlich? Ja, da muss noch irgendwie was anderes dazukommen. Hä, die ist schlau und intelligent? Lol. Du bist ungeduldig, ehrgeizig, nachsichtig. Keusch, geduldig, mitfühlend. Oh, das beißt sich. Geduld. Nein, 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 nein. Oh, Genie, Genie. Ehrlich, ruhig, religiöser Eiferer. Ruhig und. Egal, Alter. Genie. Ran. Sehr gut. Heirate die weg. Sehr gut. Okay.
Wir haben ein bisschen mehr Truppen tatsächlich. Ich muss jetzt echt gucken, dass ich die klein halte. Ich gehe mal da als erstes hin. Die dürfen sich halt nicht gruppieren. Ich werde wieder überfallen. Also jetzt langsam. Ihr dummen kleinen Kackpenner aus Wittenberge. Ossis, schon wieder. Alter, die können... Ey, wirklich, wenn ich hier fertig bin im Westen. Ich bin nicht so dumm und mach zwei Frontenkrieg. So, jetzt marschieren wir. Kümmert euch drum, sehr gut. Das wird nämlich mein nächster Krieg. So, da oben werden wir jetzt aber weiter in Gemeinde bekehren, weil der hier hat richtig Stress mit Bürgerkriegen. So, nee, wir wollen das ganze Herzogtum. Wait a minute. Berg, komm, zack. Ganz oder gar nicht, das sag ich immer. So, so. Oh! Oh, ich brauche Verstärkung! Uiuiuiuiui. Shit. 6000. Oh, ist ja einiges. Nee, okay, nicht belagern. Wir fahren kleine Trupps ab. Da unten als erstes. Oh, da verlieren wir auch einige Truppen. Uiuiui, wo kriegen wir hier eine große... Da kommen 4000 Leute. Mit denen muss ich mich zusammenschließen. Und hier kommen auch nochmal ein paar tausend. Ich muss nur so lange aushalten. Okay, ich muss so lange hier oben einfach ein bisschen dodgen. Einfach ein bisschen dodgen. Die legen schon wieder ab übrigens. Das sind jetzt schon 8000. Da kommen nochmal 1500. Okay. Ja. So, da kommen sie jetzt. Da passiert jetzt einiges. König Bertha erhielt Eigenschaft schwanger. So. Hier kommen die jetzt vereinzelt rein. Die teilen sich auf. 1600 dahin, 1800 hierhin. Dann rücken aber noch ordentlich Jungs nach. Machen wir Folgendes. Söldner. Ja, verschuldet müssen wir ja nicht unbedingt. So was hier? Ja, komm. Wir machen erstmal unser Ding und warten auf die große, auf die größere Armee, die jetzt hoffentlich hier bald kommt. Wo sind die hin? Warum chillen die da? Ey, das sind jetzt 10.000 Leute. Ich bin hier allein. Boah, das ist so zum Haare raufen, Alter. Templerorden ist, glaube ich, schon automatisch ausgehoben. Nee, ist er nicht. Doch, die sind im Krieg, okay. Mann, ey. Wenn die jetzt zu mir kommen, habe ich ein Problem. Alter, bewegt euch doch bitte. Ja, die rennen hoch, ich wusste es. I knew it. Ich krieg die Belagerung, glaube ich, nicht durch. Ich sollte jetzt einfach weiterlaufen und hier die kleinen Armeen snacken. Oder hier das. Aber dann stößt er hier oben instant dazu, glaube ich. Aber der frühstückt da oben ab, ich frühstücke hier ab. Aber das ist super close.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Hey. Ich tue it. Wird nix. Jetzt wird's was. Doch nicht. Ja. Weg mit euch. Zack. Und weg. Sehr gut. Das war gut. Das war gut. So, wo sind meine Mates? Hier geht alles unter. Ey, das ist nicht deren Scheiß Ernst. Was ist das? Worauf wartet die KI? Alter, why? Es ist so dumm. Was jetzt als nächstes? Nee, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Es tut mir leid. Ich muss hier carryen. Hier unten sind 1500. Da kann ich hin. Von meinen Mates. So. Oh, die teilen sich ziemlich auf, weil die jetzt, glaube ich, Vorräte auftanken müssen. Wir könnten hierhin mal gucken, ob wir die Baronie Warwick über einverleiben. Wie sich jetzt hier die Truppen verhalten. Oh, die ziehen alle runter. So, 7000 legen jetzt ab. Und hier sind nochmal 3000. Und hier kommt 10.000. Das ist nämlich der Papst mit seinen Leuten. Ich muss jetzt einfach nur hier Stellung halten. Und mich dann größeren Streitverbänden anschließen. 2000 wollen die aufs Maul. Scheiße. Da komme ich nicht weg, aber ich gewinne die Schlacht. Das Ding ist nur, ich muss das jetzt irgendwie nach unten ziehen. Okay, der kriegt mich aber. Und dann kriegt der Verstärkung. Das sieht aber gut aus. Noch eine Tochter. Kim. Nee, Kathleen. Kathleen hatten wir lange nicht mehr. So. Die schließen sich aber Step by Step an. Und ich kann alle wegrasieren. Jetzt kommen aber nochmal mehr dazu. Jetzt wird's eklig. Nee, das verliere ich. Aber ich setze den richtig zu. Skandalöser Priester. Der Papst! Die katholische Welt war entsetzt zu erfahren, dass ausgerechnet Papst Gregorius eine Liste all jener angefertigt hat, die ihm einmal ein Leid angetan haben. Und darauf finden sich zudem Pläne, wie er sich revanchieren und Rache nehmen kann. Ja, mein Gott. Ist halt ein bisschen rachsüchtig, der Typ, wa? Zynisch, rachsüchtig, zornig. Okay, der ist ja komplett aggro. Öffentlich seinen Charakter verteidigen, auch wenn ich mich selbst damit in Gefahr bringe. Er kriegt 30 Meinung. Bei ihm. Das ist, glaube ich, worth. So, hier verliere ich jetzt. Aber hier kommt die Kavallerie. Ne, legt wieder ab. Never mind. Kommt und geht. Hä? Hallo, ich bin... Oh, hier wird gefightet. Okay, ich verliere jetzt hier ein paar Leute. Aber ich habe richtig gut geackert. Guck mal. Fast even die Verluste. Und ich habe, by the way, 8000 verwundet noch. Das ist gut. Das ist gut. So, jetzt ziehe ich mich zurück, aber jetzt sind die alle da. Jetzt ist hier alles klar. Hoffe ich doch. Oh, da kommen 7000 Leute in mein Land. Da dodge ich. Bitte lauf. Okay, die wollen mich hart. Ich join jetzt einfach den verbündeten Armeen. Eieieiei. Die wollen mein Ass. So, was will er? Blick in die Sterne.
Ihr habt recht, ich sollte mich auf irdische Angelegenheiten beschränken. 25 Bildungs-Lebenswandel-Erfahrung und irdischer Fokus, mehr Frömmigkeit, Meinung Klerus oder Einblick in den Himmel. Dann werde ich ein bisschen smarter, Alter. Diese Entscheidung könnte mich zu einem Zyniker werden lassen. Nee, lieber religiöser Eiferer. Alter, warum ist er so fast? Help! Ich bringe hier Gegners mit. Oh, Alter, drei. Alter, warum muss ich... Ich will nicht zu viel Truppen verlieren, bitte. Ja, ja, hier, 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 Pontifex. X, Alter. Tamina ist gestorben. Shit. Dann jetzt Prinz Adalga. Kunigunde, Alter. Hey, hey, immer mit Ruhe. Ja, das spannt mich natürlich an, wenn Tamina stirbt. Ja, dann nehmen wir jetzt ihn hier. Der ist Sachse, der ist mein Neffe. Fertig. So, Leute, wollen wir jetzt die 8000 Vikings hier jetzt bitte wegmachen? Bitte. Ich habe keinen Arzt, ne? Doch, habe ich. Alles gut. Alter, ich habe wenig Ritter. Zack. 20 Kampfgeschick. Ist aber auch schon Rentner. 22 Kriegsführung. Und 15 Kampfgeschick. Ran. Tatsächlich ist Sterzig ein bisschen besser. So. Ach ja, das kriegen wir hin. Bitte, help. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Hier, hallo. Sag mal. Ich könnte jetzt hier stehen bleiben und fighten und hoffen, aber die KI wird mir nicht joinen. Ich rechne nicht mehr mit der... Ey, die KI ist so dumm. Aber Ehre, dass sie reinhauen. Hä? Hallo? Sie so, wir teilen uns auf. Rennen in mich rein, alle anderen hauen ab. Nope. So, das Problem ist, die KI hält jetzt hier Cornwall. Ich würde sagen, ich fange jetzt hier einfach an zu belagern. Ich habe noch genug Vorräte. Oder ich tanke jetzt auch mal ein paar Truppen erstmal wieder auf. Aber das kann ich auch im besetzten Wareham machen. Und da oben kommt gerade noch was runtergerannt. So. Oh, das ist nice. Das ist richtig nice. Pass auf. Wir können jetzt entscheiden, ob wir Tagebuchschreiber werden. Das ist auch hier wegen Bildung. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Grips und Anspannung verlieren wir, kriegen wir nicht so viel. Aber wir können auch laufen gehen. Dann werden wir athletisch. Und das ist ein kleiner Gesundheitsbonus. Und macht auch Anspannung weg. Und wir bekommen 15 Jahre lang... Ja, das ist also athletisch ist nice. Weil wenn wir jetzt auf Jagd gehen, bringt das uns richtig viel. Kalle, du bist athletisch. Einfach nur Ehre. Wir können uns jetzt auch Anspannung abtrainieren lassen, indem wir rennen. Dadurch werden wir dann aber ein bisschen stinken. Kriegen wir schweißiger Gestank für ein Jahr. Aber das ist worth, glaube ich, Kalle. Weil wir sind hier gerade... Das ist bedrohlich! Wait a minute, Kalle ist einbeinig. Dieses Spiel ist so dumm, Alter. So, Kalle, dreimal um Block. Los geht's. Und noch eine Runde. was mache ich hier mit meinem Leben? Phänomenal. So, da oben kommt gerade, die sind sauer. Ich muss die Belagerung abbrechen. Das wird nichts. Hier sind 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24.000 Truppen. Nebenan. Nebenan!
Ich bin der Einzige, der hier arbeitet. Ich hasse Kreuzzüge so sehr. Die KI ist so dumm. So, jetzt haben sie alles besetzt. Jetzt will ich, dass ihr Gas gibt. Meine Armee lebt. 12 Leute übrig. Geil. Geil. Cool. Ja. Cool. So, jetzt will ich, dass ihr die bumst. Bumst die, bumst die. Bumst die! So, wir tanken erstmal auf. Warum bumst ihr die nicht? Jetzt gehen die wieder auf mich. Nein, gehen wir nicht. Gut. Alle ausheben. Wo gehen die hin? Wo gehen die hin? Was ist deren Mission? Hier wird gerade wieder belagert? Hä? Den machen wir weg. Ruf da. So, wir sammeln Truppen. So, Jasper, du wirst religiöser Eiferer, denke ich. Ja. Und du wirst aber bitte... Was wird er? Der wird Bildung mal. Das ist eine geile Kombo. Und dann werden wir, falls wir irgendwann mal mit dem spielen sollten, mal eigene Religion gründen und so. Oh, hier wird... Hier ist jetzt aber Alarm im Darm. Pass auf. Ich mach die da oben jetzt kurz weg. Die kann ich abfahren. Und jetzt, hier unten, fassen wir es mal zusammen. Wir haben hier 4000, 6000. Oh, das ist... Nee, das ist trotzdem nicht genug. Wir haben hier 21.000 Leute. Ich glaube, ich sollte jetzt hier einfach ein bisschen was erobern. Ein bisschen Burgen erobern. Städte, wenn da unten gerade eh Alarm ist. Hä? Hä? Warum belagere ich... Buckingham? Das ist doch Spandau. Hä, ist das ein Bug? Wieso belagere ich meinen Vasallen? Hat der eine andere Religion? Hä? Buckingham. Hör auf. Das ist ein Vasall von mir. Angreifen gegen König Ragnar. Zurückerobern? Das ist nicht besetzt. Dann wäre das gestrichelt, oder nicht? Oder ist es gestrichelt? Okay, ich lass mal laufen. Aber es ist auch mein Dings, weil... Okay, hier unten ist jetzt richtig Ackermatch. Das sieht aber gut aus. Hier, guck mal. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Ey! Ey! Wie kann man denn so unfähig sein, wenn man doppelt so viel Truppen hat? So, weniger Anspannung. Übrigens, Lothringen kackt komplett ab. Wirklich, wenn da... Oh. König Ragnar, höchstpersönlich, steht in Marburg. In meinem König Ragnar, Bruder, es geht um England. Was ist falsch mit dir? Also soll ich Ansagevideo machen oder was? Was passiert hier denn? Kreuzzüge sind so wirr. Oder... Doch, ist ein Kreuzzug. So, ich erober jetzt hier Buckingham zurück. Zack. Was haben wir hier? 46%, 50 Safe, 25 Safe. Wir machen die Herausforderung.
ganz oder 5, 25. Nee, wir machen safe. So. Was ist jetzt hier unten los? Also, ich gehe da mal hin, ja? Weil wir haben 3000 Truppen, das kann tatsächlich den Unterschied machen. Wir gehen da jetzt alle hin, Leute, gemeinsam. Bitte. Warum geht ihr alle weg? Wo sind alle Truppen hin? Wir hatten hier 21.000 Leute. Die sind alle weggecheckt. Ich verstehe es nicht. Kreuzzüge sind für mich... Da sind 8.000. Da sind 8.000. Da joine ich jetzt einfach mal. Hier sind 1.000. Hier sind 1.000. Hier sind 1.000. Aber das waren noch 21.000. So verwirrt. So, wir belagern das hier jetzt weg. Nee, da helfe ich jetzt. So. Warte mal, warte mal, warte mal. Das muss hier weiter belagert werden, Leute. Wie sieht's aus im Ritter? Schlecht. Laden wir ein paar Ritter ein. Haben keine mehr. Wir haben vielleicht ein paar im Knast, die wir rekrutieren können. Zwei Kampfkraft. Besser als nichts. Okay, so, was passiert hier jetzt? Sehr gut. So. Jetzt gehen wir dahin und verprügeln bitte die 8000 Leute. Bitte, bitte, bitte. Hier biegen schon wieder Leute ab. Wir müssen die jetzt gemeinsam angreifen. Bitte. 24. Ehre. Wenn wir das jetzt verkacken... Die rennen hier alle schon wieder weg. Das darf doch nicht wahr sein. Wie kann man das so verkacken, wenn man so viel mehr Truppen hat? Ey, wir haben jetzt mittlerweile nur noch halb so viel. Die hatten hier über 20.000, während die 10.000 hatten. Haben hier übel reingeintet. Das ist so heftig dumm. Was ist, es zum Haare raufen. Wo rennen die denn alle hin? Oh oh. Das wird nichts. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll noch, Leute. Das ist so bad. Also, das waren... Ach, also wir hätten die easy machen können. Gesammelt. Ich weiß nicht, wie die KI ist so bad. Also... So bad. Ich versuche jetzt einfach mein eigenes Ding zu machen. Jetzt sind hier wieder... Jetzt sind hier wieder 8000 mehr auf den Fersen. I don't know. Wo sind denn hier noch Kriegsschauplätze? Also, ich weiß auch gar nicht, wo meine Mates alle... Ja, die sind alle reingeintet. Die sind alle gestorben. Aber wo ist der Gegner? Der Gegner hat angeblich 22.000 Truppen. Aber ich sehe die nicht. 3.000 segeln hier gerade weg. Geil. Auch mega random. 2.000 sind da. So, sind wir mal 5.000. Hier sind wir 13.000 dann. Ey, ansonsten, der pennt halt auch unnormal.
Na gut, wir rennen hier weg vor den 8000. Kommen wir wahrscheinlich nicht weg. Ja. Jetzt haben wir keine Armee mehr. Okay, ich versuche jetzt einfach zu backstabben die ganze Zeit. Ich werde jetzt versuchen, hier die kleinen Städte irgendwie einzunehmen. Während die hier, I don't know, was machen. Hier wird sich neu formiert. Okay. Könnt ihr euch nicht sammeln? Bewegt euch doch. Geht nicht. Braucht 80 Jahre. So, hier passiert jetzt was. Warum auch immer auf einmal beide Seiten sich dazu entscheiden, da eine Schlacht zu machen. Aber unsere werden hart verlieren, glaube ich. Wobei. Ne, werden sie nicht. Wo sind jetzt die ganzen Wikinger hin? Also, es ist so wirr. Es ist so wirr. Okay. Ich habe gar keine Truppen mehr, ja? Das ist, ich würde gerne einmal neue Truppen pumpen. Ich habe nicht genug Truppen. Warte mal, wo sind meine Truppen? Okay, da war einfach... Ja. Also mir ist das alles viel zu random. Jasper hinterlistig, ey. Ich werde jetzt einfach... Machen wir mal ehrlich, glaube ich. Ich werde jetzt einfach die kleinen Städte auf eigene Faust hier erobern. Das ist mir zu dumm. So. Das heißt, wir erobern hier anscheinend doch zurück und es wird nicht angezeigt. So. Ich spule ein bisschen vor. Ansonsten, was passiert denn gerade so parallel? Lothringen, ja, wurde komplett weggebumst. Hier ist was Neues entstanden. Wir haben hier mehrere Ansprüche. Machen wir noch hier, auf Bayern, Ehre. In Marburg hat sich der Fall irgendwie auch erledigt. Warum auch immer. Vor allem wie auch immer. So, Schleswig wird hier jetzt erstmal gedings nochmal kulturell gefördert. Ja, und jetzt machen wir nochmal eine Jagd. 42 Anspannung weg. So. Prinz Sterzig II., unser Erbe, hat sich verletzt, Alter. Den können wir verarzten. Operation zu Felde durchgeführt. Okay, ja, auf jeden Fall. Crazy. Boah, dem geht's echt nicht so gut, ne? So, jetzt das. Wir können uns auch mal gleich das bisherige Ranking angucken. Da sind wir auf Rang 1. Anteil der Kriegskasse, Höchstwert 20%. Geil. Das ist sehr gut. So, wir bräuchten aber noch ein paar Ritter. Weiterhin. Wir können keine neuen einladen. Zweikampfgeschick. Dreikampfgeschick. Nee. Was ist Lippe? Was mit Lippe? Hä? Hä? Was meint ihr? Vasall von unserem Reich. Was passiert, Leute? Hey, hier überfällt mich wieder irgendwer. Was mit Lippe? Ich glaube, ihr seid wieder komplett lost. Oh! Okay, die Inten hier rein mit 70 Leuten. Gut, kann man mal machen. So, da setze ich direkt nach, Bruder. Du kommst nicht weg. Ihr gläubiger Diener der höchsten Macht. Ah, der will
die Stadt von Aalen als weiteren Sitz gerne. 400 Tacken auf meinen Neggen. So, hier ist jetzt übrigens fucking finally Kontrolle abgeschlossen. Jetzt machen wir das bei Frankfurt drin. So, mein Gott. Geil, geplünderte Beute wieder beschafft. So, die haben wir jetzt auch verhauen. Ehre. So, und jetzt machen wir hier die einzelnen Städte weg. Was ist hier unten schon wieder? Okay, ist mir egal. Ist mir echt egal. Ich mache jetzt hier mein eigenes Ding. Jetzt ziehen die nur hoch, ne? Ah, hier sind wieder 6000. Hier kommen aber auch gerade 6000 an. Oh, der kommt zu mir. Oder? Kommt der zu mir? Der kommt zu mir. Ich gehe jetzt hier entgegen. Und versuche den wegzumachen, bevor der da ist. Schaffe ich das? Den schaffe ich gar nicht, wie man sieht. Jetzt muss ich tanzen. Warum sind die so fast, Alter? Bitte. Alter. Bitte. Warum sind die so aggro auf mich? Was? Ja. Nach links abbiegen. Lippe hat sich nicht selbstständig gemacht. Jetzt krieg ich wieder aufs Maul. Warum auch immer. Was haben die gegen mich? Jetzt lassen die sich hier links unten wieder abfarmen. Also hier unten, weil links unten sind die jetzt gerade. Eieiei, ich erober das da. Ich hab echt nicht mehr viele Truppen. Wir sammeln uns doch noch. Das ist gemein. Geht weg. Oh, oh. Okay. Jetzt wird es nochmal spannend. Hier sind nochmal richtig viele Truppen. Die Frage ist, wird das was? Hier passiert was. Hier passiert was. Juckt die nicht. Die könnten die gerade alle wegmachen. Juckt die nicht. Philipp, die können heiraten. Ja. Das hatten wir geplant. Nee, ich hole jetzt keine Söldner. Das Ding ist eh over und wir sind auf Platz 1. Ich schmeiß jetzt nicht mein Geld raus. Das gewinnen wir. Oh, nur das hier kann ich erobern. So. Ich belagere hier weiter. Ah! Ey, man. Why? Kann ich jetzt schon nicht wieder weg. So, wir meinen unsere geistige Robustheit. Nee, Zurückhaltung. Also, wenn ich hier nichts von dem Krieg bekomme, ne? Dann bin ich aber sauer. Kann man Ranking sich anschauen. Hey, die anderen haben alle 0%? Der hat gar keinen Begünstigten? Achso, hier. Platz 2 hat 5500 Punkte. Ich habe 35.000 Punkte. Eigentlich kann ich mich ab jetzt raushalten, tatsächlich. Ist wieder wer verreckt. Scheiße. Machen wir so. Okay, jetzt ist das Ding. Wie ist das Herzog hier? Herzogtum? Niederlothringen. Es geht bis hier unten. Aha. Okay. Gut, dann bitte hier noch einmal. Ich könnte jetzt mich raushalten. Wenig Ritter. Ja, das weiß ich, aber ich kann ja noch keinen neuen an. Festmahl können wir machen. Ja. Zack. So, dann
Wir können Titel übernehmen. Aha. Tamina und Vormund. Nee, ich nicht. Summe aller Werte, Erzbischof. Ja. So. Okay. Ich beobachte das hier jetzt kurz. Ich meine, es läuft ja sehr, sehr gut. Festmahl läuft auch. So, ich will jetzt hier, dass ihr die komplett wegmacht. I, Alter. Theodwin von Friesland. Der hat richtig die Pickel, Alter. Das ist der Sohn von Henno von Spandau. Wie läuft's eigentlich mit, ich habe jetzt zwei Töchter, ne? Willst du da vielleicht nochmal irgendwie was machen? Verführen nochmal? Komm. Noch bist du fruchtbar. Und sie auch. So. Ja, läuft das Reich. Hier muss jetzt mal richtig Krieg gemacht werden. Bitte. Ja? Jetzt erobern die da, dass sie ja unbedingt hier Spandau angreifen müssen, ne? Bitte, 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 bitte. Helft den! Helft den doch! Die könnt ihr easy wegmachen! Alter. 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 Wie kann man so dumm sein? Okay, aber ich kann jetzt alle ausheben. Der Ort ist besetzt. Dann kann ich hier... Oh, das ist ziemlich nah am Feind. Hier vielleicht. So. So. 4000. Wollt ihr joinen? Das Ding ist, wir haben halt richtig viel schon besetzt von England. Hier hinten die wieder rein. Also. Es ist echt. Horror. So, sadistisch, Jasper. Alter, was bist du für ein Drecks? Aber sadistisch ist hier actually das Beste. Allgemeine Meinung minus 10. Das Problem ist, ehrgeizig ist schwierig. Weil, wenn wir dann Grafschaften abtreten, dann kriegt er immer einen Nervenzusammenbruch. Oder generell Titel vergeben. Paranoid. Dann kriegen wir richtig viel Nervenzusammenbrüche. Und bei sadistisch. Ja, da kriegen wir richtig viel Ränkespiel und Kampfgeschick und so. Und wir können gegen eigene Kinder feindselige Komplotte einsetzen. Das ist auch gut. Ja. Machen wir. So, das wird zurückerobert. 96% übrigens. Wir müssen gar nicht mehr so viel machen. Was ist hier jetzt? Was passiert hier alles? Wo geht ihr alle hin? Drauf da. Macht mit, macht mit, macht mit. Oder? 8000, 11000. Nee, wenn die 2000, würden die nicht umdrehen. Egal, rein. Ja. Er steht nur rum, die 2000 kamen viel zu spät. Eieieiei. Alter, wir hatten den Krieg fast gewonnen. Eieiei. Okay. Wir sind besser gespreadet tatsächlich. Ich werde hier oben jetzt einfach Stress machen und versuchen, die abzulenken. Die letzten Male tatsächlich. Also selbst wenn die jetzt alle auf mich gehen. Oh, die kriegen sie jetzt auf den Sack. Weil die da alle rumstehen. Okay. So. Das ist gut. Da wird nochmal reingeintet, glaube ich. Ja. Heiliger Brief. An Mazat. Der Papst.
Meine kürzlichen Bestrebungen auf dem Gebiet der Theologie haben mir gezeigt, wie wichtig die Vertreter der himmlischen Mächte auf Erden sind. Um meine Anerkennung in Worte zu fassen, setze ich einen Brief an Priesterkönig Gregorius auf, das ist der Papst. Ich setze mich mit Königin Mazat an einen Tisch und gemeinsam setzen wir einen wahrlich prächtigen Brief auf, in dem seine Heiligkeit gelobt wird für... seinen ungebrochenen Mut. Ja, 20 Meinungen vom Papst. Aber der hat schon 10. Alter. Dann erbitten wir mal Gold. Gold kommt, ist überwiesen. 20 runter. Und jetzt der Brief. 20 rauf. Das wäre komplett Ehre. Jawohl. Wieder auf 100. So geht Gaming. So. Jetzt erobern wir weiter. Die kommen jetzt alle. Dann stürmen wir jetzt die Burg, glaube ich. Wir stürmen jetzt die Burg. Ja. So. Das war richtig gut. Wir haben richtig viele Siegpunkte bekommen. Hier fangen gerade unsere Leute die ab. Das ist auch richtig Ehre. Und jetzt acker ich die noch weg. Vielleicht komm ich da rechtzeitig. Ich guck mal. Ah, ich verliere, glaube ich. Scheiße. Schade. So, jetzt haben wir tatsächlich hier alles angedingst. Alle Ansprüche fingiert. Jetzt bekehren wir hier oben. Machen wir... Oder wo bekehren wir? Ja doch, zack. So. Okay. Ach du Scheiße, kriegen die aufs Maul. Hier wird nochmal alles reingeintet, was geht. Die wollen einfach den Krieg nicht beenden. Bin mir nicht sicher, warum. So, dann wird das hier jetzt erobert. Da wird so reingeintet. Hier geht ein 2000er nach dem anderen rein. Das ist so dumm. Ihr habt Königin Bertha beschlafen. Ehre. Jetzt gehen da nochmal 500 rein. Wie eine Tochter. Nach Bertha. Guck mal, hier sind 12.000 Truppen. Der Papst geht rein. Jetzt auf einmal. Wenn er in der Überzahl ist, nicht. Ist es irgendwie geskriptet, dass sie... Ich check's nicht. Ich check es nicht. Hier helfen wir. Ich erober jetzt hier einfach Landstriche. So. Die Kultur in Schleswig wechselt zu Sächsisch. Sehr gut. Machen wir weiter mit Dithmarschen. Ist ja auch mein Ding. So. Würden wir nicht die ganze Zeit Schlachten verlieren, hätten wir jetzt hier schon längst gewonnen, weil dadurch, dass wir den Großteil halten, kriegen wir kontinuierlich Siegpunkte rein. Aber, was man auch bedenken muss, verlorene Schlachten steht da ja 69%. Ich glaube, das hat irgendwann ein Limit. Aber Kreuzzüge sind halt wirklich das Dümmste überhaupt. Aber, also, was heißt eigentlich ist richtig GG, weil... Letztendlich ist Coin-Flip und man kriegt halt richtig krass Ländereien geschenkt, letztendlich. Und es ist halt ein geiles Thema, jetzt sind wir ehrlich. Deus Vult, da geht's direkt ab im Twitch-Chat, versteht ihr? So, ich muss jetzt wahrscheinlich die Belagerung abbrechen, oder? Gehen die zu mir? Nein, gehen sie nicht. Die haben angefaked. Sehr gut. Dann beenden wir das hier. Zack. So, jetzt. Was hier unten? 10.000. Uff.
Jetzt gehen wir dahin. Wir haben übrigens richtig viel Asche, Alter. Wir bauen hier mal weiter, ne? Geht nicht. Burgstufe 2, nein. Nein, alles ausgebaut. Der Tempel ist fertig. Oh, der hat schon fleißig... Er hat schon fleißig meinen neuen Tempel abgegradet. Alter, der hat den gemaxt. Nice. Ist ja nicht unter meiner Kontrolle, deswegen. So. Okay, ich versuche jetzt einfach nur diesen scheiß Kreuzzug hier zu beenden. Wir gehen dahin. Okay, auf dem Weg gibt es hier anscheinend ein, zwei Schlachten auf Ehre. Ja, die Enten hier wieder völlig rein. Okay, was ist da los? Ah, das ist übel eng. Aber das sollten wir gewinnen. Ja, ja, ja. Ja, komm, komm. Das gibt es nicht. Ich will doch einfach nur diesen scheiß Krieg gewinnen. Ich hab grad, ist grad nichts passiert. Ist grad gar nichts passiert. Alles gut. Ich habe noch nie so viel, ich habe kaum noch jemals Leute mit einem guten Kriegsführungswert an den Hof rekrutieren. Guck mal her. Bitte Leute, ich brauche Ritter, ich brauche Anspruchsteller, kommt an meinen Hof. Ich brauche Leute. Wunderschöner Mann. Jasper ist an meinem Hof. Ja, ist nichts dabei. Nach dem Kriegszug gibt es einfach keine Männer mehr. So. Selbsterkenntnis. Ja. Okay. Wir versuchen hier zu erobern. Das ist unfassbar, was hier passiert, Freunde. Alter, meine Frau ist im Knast. Why? Von den Wikingern? Eieieiei. Alter, Spannung hat sich hier ein bisschen... Ey, er ist super fleißig, ne? Ach, das ist Friesland? Hä? Es gibt zweimal Friesland. Es gibt einmal Herzogtum Friesland. Das ist mein Vasall. Und es gibt einmal das Königreich Friesland. Das ist meine Frau. Das gehört alles nicht nach zu Spandau. So. Jetzt ist langsam das Problem, dass wir keine Armee mehr haben. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, kippt das jetzt. Bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Königin von Bayern. Was? Kann ich die jetzt rekrutieren? Hä? Ich hole gleich Söldner, ja. Nicht. Warum kann ich die Königin von Bayern an meinen Hof holen? Das ist ja... Also... Hat er sie verstoßen, oder? Ja, ich meine, wir haben Kohle ohne Ende. Machen wir mal. So, ich brauche aber vor allem Ritter. Ich brauche nochmal ein paar Ritter, bitte. Hier, 19 Kampfgeschick, Abfahrt. Nichts. Nichts dabei. Okay, wir machen Folgendes. Wir holen uns die krassesten Söldner, die es gibt. Schwäbische Trupp. So. Und Kompanie der beleibten Pferd. Kompanie vom beleibten Pferd. Bin ich dumm? Ja.
Brauchen wir auch noch. So. Jetzt bumsen wir allein diese scheiß Wikinger. Anführer wird... Alter, der 32! So. Jetzt... Guck mal, die müssen doch nur noch Kacktruppen haben. Gehe ich da jetzt rein? Das Ding ist, wenn nicht jetzt, wann dann? Die Frage ist, unterstützen die sich oder ist die KI dumm? Gut versorgt. Die sind nicht gut versorgt, gehe ich mal von aus, oder? Doch, gut versorgt. Zermürbung. Die haben trotzdem sogar auch noch gute Units. Man könnte jetzt spekulieren, ob die KI stehen bleibt. Der ist unterversorgt, der könnte stehen bleiben. Der ist zermürbt, auch unterversorgt, könnte stehen bleiben. Der ist gut versorgt, der würde wahrscheinlich moven. Würde die KI danach gehen? Ich versuche es immer neu herauszufinden. Das Ding ist, das sind alles übelste Elite-Truppen. Ich zeige euch das mal. Wir haben hier richtig viele Quality-Truppen. Aber wenig Ritter. Tatsächlich. Aber es ist... Also... Ich glaube, das Ding ist, wenn ich die jetzt nicht kille oder versuche zu killen, dann werden die wieder anwachsen, glaube ich. Und er hat 32 Befehlshabervorteil. Wie viele Ritter haben die denn? Guck mal, erstmal, was für Befehlsoberhäupter haben die? 17, 11, 12, 15, 8. Ein Ritter, ein Ritter. 23 ist die Königin. Acht, vier Ritter. Die haben auch kaum noch was. Vier Ritter, okay. I do it for the mighty purple, Alter. Guck mal, der haut rein. Nein, Kall ist krank. Nur das Nötigste. Ausgezeichnete Leistung. Sehr gut. Guck mal, er haut rein. Lol, die teilen sich übel auf. Der rennt in mich rein. Alle moven. Aber wir gewinnen richtig hart gerade. Aber alle moven. Oh, ich bete, ich kann die immer genug dezimieren, bevor die anderen dazu stoßen. Okay, Leute, wir machen Geschwindigkeit auf langsam. Kommt hier irgendwo Verstärkung? Nee. Den Krieg muss ich jetzt allein führen. Das wird ultra eng. Nee, das wird nix. Das wird nix. Oder? Nein. Es sind alle gemoved. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Also auf Kreuzzüge. Man kann die KI unmöglich einschätzen. Das ist so random alles. Ja, high risk, high reward, I guess. Also, so, die mache ich jetzt weg. Es gibt jetzt einen Frustfick auf 20 Leute. Zack, weg. Nee, nee, nee. Ja, kriegt ein schwarzes Druckmittel. Mir egal. Ritter eingetroffen. 15. Immerhin. So. Hä? Hä? Was für eine Schlacht ist das? Wo sind meine Truppen? Bin ich jetzt rot? Okay, geil, ich hab gewonnen. Jetzt sind das wieder 9000. Ich erobere hier jetzt ganz schnell möglichst viele Baronien.
indem ich die aufsplitte. Ja, ich bin wieder wohl auf, Ehre. Lass mich in Ruhe. So, tut sich hier was? Die haben da genug zu tun. So, ich erober jetzt hier. 3. Jetzt wird richtig gespammt. Die werden on-site weggemacht. So. Das muss der Sieg jetzt sein, bitte. Die sind doch auch hier feindlich. Nee, doch nicht. Dann hier. Hauptstadt. Belagerung gewonnen. Die werden uns halt weggemacht. Belagerung. Feinde treten aus Krieg aus. Aha. Wird wieder überfallen. Ey. So. Haben wir auch. 87%. 87. Jetzt kommen sie. Shit. Jetzt kommen sie. Ich könnte übersetzen mit allen. Hier kommen übrigens neue Truppen, neue Verbündete. Frage ist, rennen die jetzt zu mir? Es sieht so aus. Oder rennen die hier runter? Ich meine, hier ist ja ein Fluss, da können sie nicht rüber und die können die Biegung noch machen. Wir lassen ein bisschen laufen. Und wenn die jetzt zu mir gehen... Ja, die gehen zu mir. Shit. Die Festung wird gestürmt. Geht nicht, es gibt keine Bresche in der Mauer. Okay. Dann... Hauen wir rein. Dahin. Wir legen ab. Nein, wait a minute. Das wäre ein katastrophaler Umweg. Schade. Hätte ich das noch... Jetzt drehen sie um. Warte mal. Wenn die jetzt umdrehen, um die da unten zu fighten, vielleicht kann ich damit ein bisschen spielen. Genau. Guck mal, wenn die da eine Schlacht machen. Die legen jetzt ab. Okay, die legen jetzt ab. Warum legen die ab? So, jetzt ist wieder das mit dem Verbluten. Das kennen wir ja schon. Das haben wir sogar schon mal mit Mazzard gemacht. Okay. Starkes Druckmittel gegen den Hegelmann. Ja, aber können wir nicht irgendwie unser Verhältnis mit Mazzard verbessern? Nee, nur verschlechtern. Okay. Gut. Achso, ich glaube sogar der Screen eben danach hat tatsächlich unser Verhältnis verbessert. So. Hier kommen auch noch ein paar Truppen, glaube ich. Ich werde die überfallen, das muss ich mir merken. Ich sehe es gerade gar nicht. Hier. Alter. Was ist das für ein... Pommern! Pommern ist jetzt entstanden aus Teilen von Böhmen und Niederschlesien. Aha. Okay. Unsere Tochter ist übrigens... Königin von Alba geworden. Genau, cool. Ja, stimmt. Das hatten wir eingefädelt. Jetzt geht er wieder an Land. Ich könnte jetzt zu den 7000 gehen.
Aber das lass... Ich zieh's durch. Ich zieh's durch. Oder? Er bleibt auch stehen, by the way. Warum bleibt er stehen? Traut sich noch nicht zu mir rüber. 6000. Würden die jetzt einfach hier rüberkommen und wir smacken den gemeinsam weg. Aber sie machen es nicht. Aber tatsächlich kriege ich so die Burg. Und das könnte eventuell der Win sein, weil das so eine Hauptstadt ist. Nee. Wir haben das Cap erreicht. Wir haben das Cap erreicht an besetzte Grafschaften. 150% Cap. Jetzt können wir nur mit gewonnenen Schlachten das noch rumreißen. Wir müssen jetzt Schlachten gewinnen. Ja, dann schließe ich mich jetzt... Jetzt muss ich mich mit denen zusammenschließen und hoffen, dass die KI jetzt irgendwas macht. Wir sind noch ein paar... Oh, wait a minute. Aber wenn ich da halt reingehe, dann kommen die wieder alle. Ich gucke... Jetzt geht's los. Jetzt wird gebumst. Ja, 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 ja! Oh, das sieht so gut aus. Oh! Ja! Oh. Das war's. Das war's. Hinterher, oder? Alter, aber unser Befehlshaber ist gestorben. Shit. Okay, jetzt werden Reste gebumst. Der hin. Oder ich gehe der dicken Armee hinterher. Aber zusammen boxen die mich, glaube ich. Oder? Ja, wenn einer ablegt und der andere ist... Ah, Teile sind hier noch am fliehen. Nee, 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 oder? Ja, doch, 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 doch. Oh, scheiße. Oh, ich wollte mittlere Maustaste machen. Okay, ist auch scheißegal. Wir sind gerade im Krieg. Nein. Nein, das ist mir egal. Die nehmen da alles ein, ey. Aber wir müssen Schlachten gewinnen. Wir müssen Schlachten gewinnen. Das heißt, ich gehe wieder hier hin. Ich gehe wieder hier hin. So, was ist jetzt los? Eine Neuübersetzung. Ich lasse mir eine Aufzeichnung zu meiner Übersetzung. Genau, der wollte irgendwie Text übersetzen. Die Übersetzungsgüte wird erheblich gesteigert. Übersetzungsgüte wird etwas gesteigert. Okay, wir können uns Anspannung leisten. Das ist jetzt wieder so eine Reihenfolge, so eine Folge von Ereignissen. So, ich gehe jetzt voll drauf. Entweder. Bitte helft mir. Ich gewinne, ich gewinne, ich gewinne. Ich carry das Solo nach Hause. Nein, da kommen noch 2000. Bitte, bitte. Aber das Ding ist... Irgendeine Nichte hat Scheiße gebaut. Das Ding ist, wenn die hier oben fertig sind, dann rennen die alle auf den runter und der ist low. Da war ein bisschen greedy von mir. Ach, die will jetzt weg. Ja, dann geh doch. Ja, noch ein bisschen bleiben, komm. Vertrag mit Söldnertrupp läuft ab. Übersetzungsgüte weiter pumpen. Okay, jetzt rennen die alle runter. Und jetzt wird
glaube ich, der finale Bums passieren. Ja, das sieht gut aus. Ja, 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 ja. Das war's. So, eine Neuübersetzung. Nochmal Anspannung. Ja, erheblich gesteigert. So, kann ich jetzt hier da schon mal genau fest mal gegensteuern? Die Schlacht da unten ist übrigens gerade der Win, glaube ich. Festmahl beginnt. Spur ein bisschen vor. Hatte interessante Gespräche. 94%. Du hast bekämpfen, weil wir frohe Natur sind. So. Die haben sie aufgesplittet. Wer also diese neutralen Armeen, ne? Da steht feindlich. Aber ich glaube, der überfällt? Oder was passiert da? Ich weiß nicht genau, wessen Rolle. Ich habe mich versprochen, weil ich besoffen war. Ja, passiert. Bis zum nächsten Mal. Schön. So, hier sind ein paar. Da biege ich mit ein. Da, nee, 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 nee. Da werdet ihr jetzt in die Enge getrieben. Und wir kriegen hier noch ein paar Siegpunkte. So, schön. So, 1%. Besser als nichts. So, jetzt kriegt der noch auf den Sack. Die zwei Leute da. Sack. So. Söldner abgelaufen. Ja, was jetzt? Theoretisch, mathematisch, theoretisch. Die da oben lassen wir mal in Ruhe. Irgendein Herzog war sündhaft. Ich will die Scheiße jetzt hier hinter mich haben. Bitte, bummst sie jetzt weg. Dieser Kreuzzug muss enden. Ja. Ja. Oh! In einem Jahr sind wir tot. Okay, Leute. Ich habe einen Skill, der sagt Selbsterkenntnis. Wenn der Tod aus natürlichen Ursachen ein Jahr entfernt ist, erhaltet ihr eine Warnung. In einem Jahr werden wir sterben. Das heißt, 11. Juni 1976. 976. Okay. Was bedeutet das für uns? Erbherrschaft haben wir noch nicht. Was bedeutet? Wir haben einen Sohn, beziehungsweise zwei, aber der eine ist enterbt und übrigens auch fruchtlos und hat keinen Sohn. Der ist aber enterbt, ne? Erbe wiederherstellen, ne. Gut. Der ist übrigens auch im Vasallenkrieg, Alter. Okay, so. Das heißt, wir werden mit Sterzig der Zweite, Prinz Sterzig der Zweite weiterspielen. Auf was ist denn der geskillt? Verwaltung. Jawohl, Administrator, sehr gut. So, da können wir schon mal geistig drauf vorbereiten. Alter, der hat richtig gute Stats, holy shit. Ich hab den ja auch mit dem Prachtvibe nochmal zusammengebracht, ne? Der hat aber auch nur Kinder, nur Töchter. Genau, Jasper. Jasper ist krass. Ist 18. Kann ich den nicht verheiraten? Mit meiner Tochter? Nein, Alter. Okay, geht aber nur, weil er nicht an meinem Hof ist. Okay. Okay. Ich glaube, es ist alles gut, G. Also, können jetzt hier mal Spandau gucken. Erbfolge. Hier ist halt ein Enkel, aber der sollte ja nix erben. Sterzig, schon wieder ein Sterzig. Der ist entstellt. Ich bin ein bisschen verunsichert.
Ich bin ein bisschen verunsichert. Nach meinem Verständnis müsste es jetzt so sein, ich habe nur einen erbberechtigten Sohn, dass durch die Bundteilung mein Sohn alles erbt. Weil Bundteilung besagt, im Nachfolgefall werden sämtlich gehaltene Titel des verstorbenen Herrschers unter dessen erbberechtigten Kindern aufgeteilt. So. Wenn ich jetzt aber Königreich Spandau anklicke. Ah ne, okay, das ist nur. Ja. Ja. Müsste klappen. So, jetzt ist aber das Problem. Ich habe hier mit Kalle gerade alle möglichen Kriegsgründe für Köln aktiviert gegen Bayern und Lothringen. Lol. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Kreuzzug ist jetzt eh over. So. Wer hat hier den Löwenanteil? Lothringen. Ich kann den, glaube ich, nicht den Krieg erklären, weil meine Armeen ausgehoben sind. Die kämpfen aber gerade. Okay, dann machen wir jetzt die Schlacht zu Ende. Also, 11. Juni 1976 ist Stichtag für Kalle Koschinski. Okay. Ich mach mal so, dann sieht man auch immer ein bisschen die Anspannung. Neben dem Stuhl. Ja, 1976, sorry. So, das müsste, glaube ich, der Overall-Sieg sein. Oh Gott, blaze it, Allah, St. Georg ist mit uns! Und guess what? Fucking England gehört meinem Neffen. Vom Haus Spandau, Junge. Ich könnte mit dem weiterspielen. Mache ich aber nicht, oder? Mache ich aber nicht, oder? Nee, nee, nee. Geil, aber... Der ist sowas von mein Mate jetzt. So, die Übersetzung ist fertig. Ich kriege 10 Jahre lang versierte Übersetzer. Bücherübersetzer. Ja, toll. So. Was? Gesund. Hauen wir rein. Vielleicht verschiebt sich das jetzt nochmal. I don't know. Alle auflösen. Boah, God bless. Okay, das Schöne ist, wir haben alle Wikinger vertrieben. Ne? Außer Schweden ist hier noch so ein bisschen. Okay. Lothringen, Alter. 1200 Truppen. Verbündet mit der... Die ist scheißegal. Kann ich hier ein Bündnis machen? Nee, ne? Weil er... Alter, Pause. Titel beanspruchen. Anspruch erbitten? Nee. Gut. Okay. Ich glaube, den Löwenanteil hat hier Lothringen. Hier ist übrigens schon wieder, ne? König Stefano, Alter. Der hat aber auch richtig viel Kriege am Laufen. Sehr gut. Krieg. Wir können leider nicht alle gleichzeitig machen, ne? Wir können hier ein bisschen rumswitchen. Ja. Ging das nicht aber irgendwie alle gleichzeitig? Achso, wait a minute. Wir haben ja jetzt... Aber ich kann nicht weinen, weil ich bescheiden bin. Wir haben auch richtig viel, wir haben richtig, richtig viel Frömmigkeit. Okay. Oh ja, wir können jetzt erstmal richtig viel machen. Also, Kathleen Spandau bekommt mich als Vormund. Die wird eingekerkert. Können Herzogtum schaffen, machen wir aber nicht. So. Der ist neu drinne. Da kriegen wir eine neue Vasallenbande hin. Glaubensoberhaupt um Geld fragen. So. Und jetzt verwalten wir einmal unsere unsere... Oh wait, Alter, ich habe gar keinen Arzt. Haben wir hier jemanden mit richtig viel Bildung? 13. Vielleicht haben wir jemanden im Knast mit viel Bildung. 10, 11. 10. Nö. Okay, wir machen jetzt hier Massenauslösung.
Und wir können nichts mehr bauen. Ja. Ich wollte jetzt einmal nachgucken, war das bei Kriegsführung mehrere gleichzeitig? Kriegsgrundkosten. Dass man mehrere gleichzeitig. Mehrere de jure gleichzeitig. Mehrere Ansprüche gleichzeitig. Nee, ich glaube, das war Kulturdings, oder? Ich glaube, das war hier irgendwas. Irgendwann später mal. Genau, warte mal. Das war, glaube ich. Lunch? Nee. Okay, aber ich glaube, es war hier irgendwo dann später. Gut. So. Ja, dann machen wir jetzt Dortmund weg. Dortmund. Krieg. Hausmitglieder rufen. König Adalgar von England. Königin Mazat von Jerusalem. Und Gräfin Hildegard. So. Dann heben wir hier aus. Jetzt die Frage, ob wir gleichzeitig Bayern den Krieg erklären. Oh, die haben 9000 Truppen. Alter, Bayern hat sich erholt, ey. Kleingedrucktes. Was wollte ich gerade nochmal machen? Na, ist egal. Gut, dann ging Lothringen. Ja, krass, dass sich Bayern wieder so gestrafft hat. Ja, ja, das sind die ganzen Massenauslösungen. Die haben ein wenig viel Geld. Die ist auch im Knast. Meine Fresse. Gut. Sind ein paar viele. Heilige Scheiße, ey. Okay. Jagd machen wir jetzt nicht. Das bringt eh nichts mehr. Denke ich mir. Warte mal, ist unsere Frau, die ist ja im Knast, ne? Kann man die nicht freikaufen? Nicht? Die kann sich nur Gefängniswärter. König, bla bla, ja. Gut. Also, man muss sagen, ne? Bayern ist einfach nicht klein zu kriegen. Oh, das ist schon besetzt. Crazy. Ja, dann. Schauen wir mal, wie wir das beenden hier. Zeitnah. Ich meine, da kann ja Kalle auch ruhig sterben. In der Zwischenzeit. Königin Bertha von Friesland kommt auch noch dazu. Oh, hier gibt's Ackermatch. So, dann ziehen wir jetzt nach Süden. Das haben wir. Eure Schwester Mazat ist verstorben. Okay, wer hat jetzt Jerusalem, ist die Frage. König Tobe von Spandau. Geil, das bleibt einfach im Spandauer Besitz. Leute, ich kann nicht Blutlinie weihen! Ja, das kann ich auch einnehmen. Oh, warte mal. Nicht, dass er jetzt hier... Aber er flieht gerade. Alles gut. Kulturentdeckung gemacht. Kriegsgrund. Hier, ne? Egal. So, ach ja, Mann. Ich kann ja meine Ratsmitglieder noch ein bisschen was ackern lassen. Alter, was passiert hier mit der sächsischen Kultur, ey? Was wollen die hier? So, ein bisschen bekehren. Dithmarschen sind wir immer noch dran. Gut.
Hier wird überall erobert. Ja. Das hätten wir. So, das war's. Ey, sogar ein bisschen eher. Das ist ja frech. König Sterzig der Zweite übernimmt. Der ist 47 schon. So, jetzt. Scheiße. Ich glaube, es ist was Schlimmes passiert. Ich traue mich hier eigentlich rauszuzoomen. Also erstmal RIP Kalle aller. Tut mir mega leid. Wir machen jetzt erstmal. Machen wir Schwerpunkt hier hin? Ja, ich glaube. Wobei. Nee, macht gar nicht so viel Sinn. Wir können gerade nicht mehr ausbauen. Ist er bescheiden? Nein. Gut. Und er hat. Okay, wir können richtig krass auf Frömmigkeit gehen. Und dann versuchen, die Blutlinie zu weihen. Ja. Wir gehen mit ihm jetzt auf Bildung. Ja. Bildung. Auf Medizinschwerpunkt. Oder? Nee, wait. 1,0 Frömmigkeit im Monat ist halt auch Ehre. Nehmen wir mal Medizin. Kleiner Gesundheitsbonus ist nice. Wobei, wir könnten erstmal hier. Aber. Ich brauche das alles nicht. Na, Domänenschwelle plus 2 wäre schon gut. Ja. Das ziehen wir da noch durch und dann wechseln wir. Gut, ich zoome jetzt raus. Boah, God bless. Okay, das Reich ist ganz. Das Reich ist ganz. Friesland. Erbe. Prinzessin Tamina. Gut, ich will jetzt erstmal versuchen, wie ist hier die Lage? Gut. Okay, wer ist unser Erbe? Prinz Sterzig. Warum nennt ihr nicht Sterzig der Dritte? Was kannst du denn? Du bist stattlich und fruchtbar. Das ist gut. Und du bist 23. Hast du aber vielleicht... Haben wir hier noch bessere Kinder? Der ist wunderschön. Genau, Jasper. Jasper. Und der hat auch deutlich bessere Stats. Was haben wir hier noch? Oh, Kalle. ja. Ist der noch formbar? Nee. Ja, ich glaube, Jasper ist besser, Alter. Dann holen wir uns für Jasper. Ach, wobei, Sterzig ist halt fruchtbar. Aber er ist entstellt. Anziehungsmeinung minus 20. Also Jasper haben wir halt auch ein bisschen trainiert, ne? Sadistisch, ehrlich, religiöser Eiferer. Ist ein wilder Mix. Aber wenn wir hier jetzt so einen Genie da reinbekommen. Genau hier! Oh ja. Zufrieden, gierig, eigenwillig. Müsste eigentlich gehen. Müsste eigentlich gehen. Ist aber auch gut. Da kriegen wir safe was rein. Aber ich muss jetzt Genie reinkriegen. Ich muss jetzt mal langsam. Genie ist einfach das Beste. So. Rein. Die lieben sich. So. Und er hier kriegt irgendwas richtig Altes, damit er sich nicht vermehrt. Irgendwas Unfruchtbares. Unfruchtbar. Was Junges, Unfruchtbares. Hier. Sterzig. Die Alice. Was hältst du von der? Hm? Oder hier so. Oh, inzüchtig. Ehre, Alter. Wobei, die stirbt dann. Aber die stirbt auch bald. Hey, wir brauchen was Altes, Unfruchtbares. Guck mal, die ist abscheulich. hey, wir holen dir was ganz Altes, okay? Alter.
So. 80. Nee, wir müssen kurz nach unfruchtbar. Die muss auch noch lange genug leben können, damit er langsam auch in Gefilde kommt, wo die Säfte nachlassen, ne? Sterzig. Und die darf dich gar nicht mögen. Was hast du? Sadistisch, geduldig, zynisch. Also irgendwie ungeduldig. Sind alle sadistisch. Holy shit. Ungeduldig, gefühllos, arrogant. Ja, perfekt, oder? Guck mal, gibt doch ein Bündnis mit Schlesien. Abfahrt. Ist eigentlich schade, weil er ist eigentlich gut. Ne? Aber it is Jasper. Tut mir ja leid. Wobei, wenn ich ihn eh enterbe, kann er doch ruhig richtig viel Erben bekommen, weil dann wird mein Haus krass. Ja. Sterzig, das war knapp. Bei näherer Überlegung würde ich dich doch mit was Fruchtbarem beglücken. Was haben wir denn da? Gerechtsprung. Vielleicht was Geselliges? Oder hier, gesellig, faul, maßvoll. Hier hätten wir ehrgeizig, aber bescheiden und arrogant beißt sich. Sowas hier? Ja, ich glaube, das ist gut. Weißt du, die ist auch lüstern. Ja, komm, die nehmen wir. Abfahrt. Dann geht das hier safe. So. Er hat eine Maske auf, weil er entstellt ist. Dem ist irgendwann mal was passiert. Sterzig ist grässlich entstellt. Deswegen hat er eine Maske auf. So, wir sind immer noch im Krieg. Der läuft natürlich weiter. Achso, wir müssen jetzt den Rat erstmal auch checken. Ratskanzler. Prinz Kalle von Spandau. Ist unser Sohn. So, warum nicht? So. Wie ist es hier mit Kontrolle im Gemeinen? Marburg ist schlimm. Ganz schlimm. Aber das passt. So, Komplotte stören. Und jetzt... Wir haben nur hier eine Frau, die Genie ist. So. Da muss jetzt mal was rauskommen. Männer ziehen Königin Kondal nicht an. Ja, die Frau ist leider homosexuell. Ja. Sterzig, deine Frau ist homosexuell. Hast du nicht nachgeguckt? Oh, nicht, dass ich jetzt Jasper hier eine Homosexuelle... Ja. Ja, gut, dann irgendwann werden wir die dann mal dingsen. Loswerden. Weil eigentlich bist du noch im guten Alter. Was muss ich dafür machen? Das geht nicht, weil... Also wenn ich den Papst pushe, dann wird das was. 36%. Ja, komm, machen wir. So, fest mal direkt mal. Frisch im Amt. Erstmal einen saufen. Ritter einladen. Fertig. So,
Wir haben zu viele Domänen. Da kann ich ja was abtreten. Frankfurt, komm. Ist mir scheißegal. Oh, hier kann ich aber einen Fürsten. Ist mir trotzdem egal. Vergeben an. Jasper. Jo, viel Spaß, Jasper. Gut. Boah, meine Krone, ne? Bruder, Kalle war asexuell und hat 5 Kinder. Das stimmt. Der hat sie ja nicht unterkriegen lassen. Königin Kondal wird euer Freund. Ey, die ist homosexuell. Das bringt dir nichts, Sterzig. Ja, toll. Toll, toll. Toll. Küsst euch. Hahaha. Okay, was erobern wir jetzt noch? Sowas hier? Alter, rennt hier in mich rein. Ist der Jack? So, weg mit dir. Zack. Okay, ich bin neues Dynastieoberhaupt. Sehr gut. Kondal ist schwanger. Ja, warte nun. Oh! Hä? Ehescheidung würde jetzt aber gehen. Aber die ist halt Genie. Was ist denn jetzt mit ihr? Okay. Hat sie ihn rangelassen. Männer ziehen Kondal nicht an. Ah, wahrscheinlich haben wir auf der Party gepimpert. Weil die besoffen war. So, Jagd. Ach, guck mal, da ist eine Armee von Lothringen. Gerade als meine Gemahlin Königin Kondal und ich einen Hügel erklimmen, hören wir es. Das Knacken von Ästen, das Rascheln im Unterholz, Vögel, die verängstigt zwitschern. Dies sind die Herolde, die sein Kommen verkünden. Ein mächtiges Exemplar der Gattung Bär kommt direkt auf uns zu. Der Weg des Tieres endet hier vor mir. 54% ich kill es, 18% ich sterbe. Hilfe, so tut du etwas, Kondal. Ihr haltet 20 Jahre lang Freund der Tiere. Lol. Ja, Ehre. Ich spreche mit denen. Das ist wie mit Siegfried, ne? So. Ach, kann ich es doch belagern. Ja, geil. Dann machen wir das. Aber wir killen da oben auch. Das geht nicht. Na gut, dann zieh durch. So, wir haben ja ein paar... Kamen jetzt mal ein paar Ritter am Hof an? Sehr gut. 18 Kampfgeschick. 20 Kampfgeschick. Geil. Ich brauche unbedingt mal einen guten Befehlshaber. Könnt ihr den bitte suchen? Danke. So, ihr könnt aufgelöst... Ja, wobei, ihr könnt da hin. So, den Krieg machen wir jetzt schnell zu Ende. Machen wir fertig? Ja. So, das hätten wir. So sei es. So, Dortmund ist unser. Jetzt haben wir hier schon fast eine Connection. Alle auflösen. Gut, jetzt werden wir erstmal schauen. Also, leere Ratsposten. Natürlich ist er nochmal am Ende, hat er nochmal ins Gras gebissen. Wir nehmen den Herzog. Ich wollte gerade sagen, komm nach, das ist doch hier in Irland. Hä? Wer waren seine Eltern? Vater? Mutter? Warum warum? Hä? Voila! Was? Was ist hier passiert? Hä? Okay, der hat erobert. Geiler Typ. Der ist eh. Also ich muss sagen, Prinz Sigvard von Spandau
ich hab den ja enterbt, aber der macht die ganze Zeit hier Stellvertreterkriege, ey. Also nicht Stellvertreter, der macht hier Kriege und gönnt mir die ganze Zeit Land gegen die Heiden. Richtig geiler Typ. Der ist halt tapfer und ist ein geiler Typ. Guck mal, der ist auch aggressiver Angreifer. Enterbt. Und Trunkenbold, also der hat Bock. Das ist alles komisch. Also das ist heftig. Wir sind das nächste Bayern. Übrigens Bayern, ey, nice Form. Die sind auch nicht klein zu kriegen, ne? Alter, Bayern hat gerade einen Krieg gegen das Byzantinische Kaiserreich. Läuft bei denen. Okay, wir sind immer noch über einer Domänenschwelle. Ach so, weil wir jetzt Dings erobert haben, Dortmund. So, dann treten wir jetzt Lübeck ab, genau. An ja, am besten auch Jasper. Jasper, Jasper, Jasper. Huch, Caps Lock, Alter. Warte mal, Alter. Kann der Jasper von Seeburg? Prinz Jasper. Zack, viel Spaß. So. Niedrige Gemeindekontrolle in Dortmund. Stimmt doch gar nicht. Ist ja outdated. Glauben Sie überhaupt um Gold beten? Nö. Wir haben richtig viel Gold und ich will jetzt mal auf Frömmigkeit gehen. Gefangene können Lösegeld bringen. Das machen wir gerne. Ihr werdet Titel erben. Alles dritter Platz. Mit dem Bündnis gerne. Familienmitglieder können heiraten. Hartwig. Meine Tochter. Da machen wir mit dem Raja Agabala. Wieso schlägt mir das Spiel vor? Mit einem Inder. Also warum soll ich meine Tochter mit einem Inder verheiraten? Sortiert nach Relevanz. Das ist ultra dumm. Das ist unnormal unschlau. Ich meine, es ist nicht mal ein gutes Bündnis. Der hat null militärische Stärke. Okay, wahrscheinlich, wenn ich hier vererblich mal rausnehme und jetzt vielleicht mal eine Bündnismacht sortiere, so. Dann vielleicht matrilinealer Transjuranien. Alter, nee, das sind die Nakidais, ne? Was haben wir hier noch? Thessalien. Oder wir machen einfach mal. Achso, ist nach Relevanz. Bündnismacht. Bulgarien. Alba. Geil, neues Bündnis mit Alba. Ist sogar Neffe. Und der ist auch wunderschön. Das machen wir. Aber Bulgarien war auch sick. Und es ist ja matrilinear, Alter. In welcher Erbfolge ist der denn? Wie. Den Knaben hier können wir heiraten. Er ist an dritter Stelle für Bulgarien. Bulgarien ist ziemlich thick. Das heißt, wir können einfach seine Geschwister killen. Und dann kriegt Spandau Bulgarien. Also das Haus Spandau, weil es matrilinear ist, die Hochzeit. Ehre. Und ich meine, Bulgarien als Verbündeten zu haben, 5000 Truppen, auch gut. So, wen können wir noch verheiraten? Kalle. Bündnismacht. Byzantinisches Kaiserreich. Nee, das mit Alba muss bitte bestehen bleiben. Und das Geile ist,
Kalle ist wunderschön. Ich habe doch meine Tochter mit dem alten Kalle, habe ich doch hier verheiratet. Und dann habe ich dem ja beim Krieg geholfen, hier Schottland zu erobern. Und da habe ich jetzt Verwandte. Und es wäre nice, wenn die Linie weiterhin... Die können zwar inzüchtig werden, aber wenn das halt ferne Verwandtschaft ist... Oder Friesland kriegt ja Prinzessin Tamina, die erbt ja. Halbschwester. Aber das ist ganz nahe Verwandtschaft. Alba wäre vielleicht echt nice, aber ich meine... Also... Byzantinisches Kaiserreich. Das wäre auch ein sicker Verbündeter. Dann kann ich hier Bayern tatsächlich mit beiden, mit sowohl Bulgarien als auch Byzantinisches Kaiserreich, richtig wegmachen tatsächlich. Könnte ich. Die Frage ist, will ich hier lieber, aber mit Alba, Alba Berlin, die haben auch 4000 Truppen. Die ist in der Thronfolge. Nee, gar nicht. Irgendwelche Höflinge, weil die haben das Gesetz, irgendeine Scheißwahl. Okay, das ist ja richtig wack. Die in Schottland, die haben, also Alba ist quasi Schottland, die haben hier eine Tenantry-Wahl. Das heißt, die ganzen Vasallen stimmen ab, wer Nachfolger wird. Und da sind halt die Kinder komplett raus. Deswegen bringt mir das nicht so viel. Das Byzantinische Kaiserreich. Gut, da wäre ich auch nicht im Entferntesten irgendwie. Aber ist ein krasserer Verbündeter. Die haben 12.000 Truppen. Nehme ich. So. Die kommt ja dann auch hierher. Zu viel gehaltene Herzogtümer. Okay. Dann tun wir Hessen weg. Vergeben an Jasper. Ja, wobei, erbt er eh. Achso, das. Ach, das werde ich eh switchen, oder? Der erbt das eh, glaube ich. Ja, ist egal. Ist scheißegal. Das klären wir später. So. Titel können geschaffen werden. Anspruch fingieren, machen wir später. Egal. Okay. Du hast in der Nähe von Barcelona auch was. Ist das so? Jo, Viva Kreuzzug. Nervenaufreibend, aber erfolgreich. König von England ist jetzt tatsächlich jemand von Haus Spandau, weil wir den da eingedingst haben. Warum mag der mich nicht? Verlangt den Titel Grafschaft von... Oh, der will hier... Oh. Ja, ich würde ihm den einfach geben, oder? Der will hier die beiden Grafschaften. Deswegen hasst er mich. Das allein ist minus 50. Katholizismus ist böse? Der hat einen nordischen Glauben jetzt angenommen? Alter, bist du dumm? Bekehrung verlangen. Ach du Scheiße. Königreich England. Thronfolge. Die Tochter, die ist katholisch. Die Tochter ist katholisch. Bundteilung, männliches Vorrecht. Aber dann zerfällt England. Das wäre eigentlich schade. Aber das bringt mir ja gar nichts, wenn der nordischen Glauben hat. Ich meine, ich kann ihm Krieg erklären. Und wenn ich sechs... Wait a minute. Wenn ich 600 Frömmigkeit habe, kann ich mir einfach das Königreich England schnappen. Und dann könnte ich vielleicht mit König Sterzig II. Noch ein Großreich erschaffen. Weil dann kann ich England und Dänemark gründen, hab dann drei Königreiche.
Dann brauche ich nur eine Reichsgröße von 920, aber das müsste klappen, weil England hat ultra viele Grafschaften. Gönnung, Alter, mein eigener Deus Vult. Okay, so, Lothringen hat jetzt erstmal Waffenstillstand, Bayern. Mhm. So. Mein Auge geht gerade nach Osten, denn da sitzt Lausitz. Und hier gibt's was zurückzuerobern. Soll ich da jetzt einmal zwischendurch drüber fahren? Weil Gott es will? Oder soll ich Frömmigkeit sparen und ASAP England komplett erobern? Solange die noch... Ja. Ich sollte lieber... Oh Mann, ich meine, ich hasse die hier. Aber die richtige politische, außenpolitische Entscheidung ist es, England einzuverleiben, so schnell wie möglich. Bedeutet, ich nehme kurz einen Schluck aus meinem heiligen römischen Kelch deutscher Nation. Oh. Bedeutet... Pilgerreise. Ich habe ultra viel Geld. Ja, Abfahrt. Jerusalem. Richtig weit weg. Richtig nice. So. Wir können parallel Dortmund ausbauen. Mit, wo haben wir's? Achso. Ja, dann erstmal Höfe und Felder. Zack. Und hier erbauen wir eine Stadt. Zack. Gut, da wird gebaut. Bündnis mit Bulgarien. Bündnis mit Prinz Sigwald, der ist da oben. Bündnis mit Konstantinopel. Voila, also Byzantinisches Kaiserreich. Der will doch direkt, dass ich ihm helfe gegen Bayern. Bekomme eine Tochter. Tamina. So. Der will, dass ich ihm helfe im Krieg gegen Bayern. Nee, Bayern ist mir jetzt erstmal scheißegal. Es tut mir leid. Es ist mir jetzt erstmal scheißegal. Das Problem ist, man kann nicht einfach aus dem Krieg wieder aussteigen. Beziehungsweise, ich weiß gerade nicht genau wie. So, bis wann haben wir denn Waffenstillstand mit Lothringen, dass ich da einen Timer stelle? Was? Als meine Gruppe durch ein Dorf reist, bemerke ich, wie sich eine Menschentraube am Marktplatz bildet. In der Mitte steht auf einem umgedrehten Fischkarren ein Mann, der wild herumbrüllt. Der Tag des jüngsten Gerichts naht! Tut Buße, sage ich euch, denn sonst wird ihr auf alle Ewigkeit verdammt. Die besorgt reinschauenden Dorfbewohner flüstern ängstlich miteinander. Sie fürchten sich eindeutig vor diesen unheilvollen Worten. Dies Mann nieder. Heißt es, ich hau den um? Ja, ne? Vollidiot. So, kriege ich erstmal 100 Frömmigkeit. So, England. En garde. Mein Rang ist nicht hoch genug. Ich brauche Tugendheld. Noch anderthalb Ränge. Dann Pommern, is it time to die, Alter? Wir haben noch ein bisschen. So, Lausitz kriegt jetzt auf den Sack indirekt. Auf in den Krieg. So, wer hilft mir? Ich habe zwei Könige von Jerusalem, die ich...
Der hat 300 Truppen. Der hat 200. Aha, die haben mir Bundteilung gemacht. Eieiei. Hildegard. Verbündete. Königin. Königin Enzela von Bulgarien. Die rufe ich jetzt. Zack. Ich meine, ich schaffe das wahrscheinlich aber alleine. So, jetzt hau ich den Ossis auf den Sack. Als erstes Magdeburg. Dankeschön. So, jetzt kommt Bulgarien von unten. Viel Spaß, Pommern. So, Pilgerreise geht weiter. Wir sind verirrt. Scheiße. Okay, dann verliere ich Geld. Gut. Ei. Da waren viele Totenköpfe. Befehlshaber. Jo, geht klar. So, eine Sache noch. Fackeln hoch, genau. Eine Sache noch. Jasper darf nicht Ritter sein. Sterzig muss Ritter sein. Alter, habe ich krasse Ritter. Holy shit, ey. So, Jasper verbieten. Das ist der von Irland. Wie ist denn da die... Aha. Okay, der ist mir scheißegal. Sterzig muss sterben. Zwing. Sigvard wäre nice, wenn der überlebt. Genau, mein Onkel. Okay. Oh. Eine Armee. Une Armee. So. Wir haben den Heiligen Pfad beschritten. Pilger. Und 10 Jahre entschlossener Pilger. Ehre. Geil. Pilger ist nice. 10% mehr Frömmigkeit. Und Glaubensmember bekommen höhere Meinung von mir. So. Hier läuft alles soweit, richtig? Ja. Dithmarschen wird... Jawohl, Hingabestufe hinzugewonnen. Und wir können jetzt hier weiter skillen. Eine Sache. Welche Stufe haben wir jetzt? Lol, wir könnten jetzt England... Okay, dann machen wir jetzt schnell, ja? Dann machen wir jetzt schnelle Kiste. So. Hier gehen wir dahin. Das wird jetzt schnell erobert. Alter, die gehen unten bei mir rein, ne? Nach Fulda und so. Ist mir scheißegal. Wait. Oh, macht der... Geht der direkt nach Köln? Muss los, Bruder. Ich werde überfallen. Wie dreist kann man denn sein? Nee. Komm her. Du kriegst jetzt als Erster auf die Fresse. Stimme der Vernunft. Bla, bla, bla. Ratstreffen. Die liebt mich, der liebt mich auch. Dann probieren wir einen Kompromiss. Hat nicht geklappt. Hahaha. So, die haben wir weggemoscht. Die haben Turnaround gemacht. Oh, da hatte ich zu schnell vorgespult. Lösegeld. Einer, zweiner. Okay, Zugriff. Nee, kommst nicht weg. Oder? Zack. Weggemoscht. So, jetzt habe ich die Ossis bekämpft. Prinz Jasper hat unanfechtbare Beweise vorgelegt, dass das meinen sie. Freunde. Was? Megalag? Was? Oh, lol. Ja, mein Internet ist gerade irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt müsste es gleich wieder gehen, glaube ich. Was ist da los? Schlechte Verbindung in Spandau. Nicht, dass hier im Hintergrund irgendwas runtergeladen wird, aber eigentlich... Es kann eine... Also angeblich habe ich 7000 KB. Hab neu geladen, geht wieder. Nee, es schwankt immer noch. It's schwanking.
Deus vult lec. Tja. Ich kann da nichts dran ändern. Ich downloade nichts. Das ist dann ein Internetanbieterproblem, was sich hoffentlich gleich wieder fängt. Vielleicht ist jetzt hier einfach nur mal kurz schlechte Verbindung. Du brauchst einen Rang höher für England. Ja? Habe ich noch nicht Tugendheld? Ah ne, Fortschritt zu Tugendheld. Ja, okay. Ja. Jetzt sollte es wieder gehen. Wenn ihr alle F5 drückt. Alter, bei mir drückt die die Krone. Also, hier steht. Jetzt wäre schlecht. Ich mache einfach weiter. Es tut mir leid. Mein Sohn, Prinz Jasper, hat unanfechtbare Beweise vorgelegt, dass das Mainzi, Enkelin Gisella, gezeugt wurde von niemand anders als er. Hat Jasper meine Frau gebumst? Nee, einen Gast. Junge Jasper, du bist jetzt Ehebrecher, danke. Du bist mein Erbe, mach nicht so einen Scheiß. So, Dynastievermächtnis. Wir machen blaues Blut, denke ich. Ja. Das Thema hatten wir ja neulich. So, Schlag geht weiter. Sollte eigentlich alles wieder gehen jetzt gerade. Ja. Okay. Hier wird jetzt weiter Krieg geführt. Neue Ruhmstufe, auch Ehre. Die Ossis werden jetzt so verdroschen, ne? Ich kenne da jetzt keinen Erbarmen. So. Meine Frau kann jetzt Leute buffen. Ich würde tatsächlich Kalle buffen. Wobei, wir hatten hier einen schlechtesten Wert. Kalle hat einen ziemlich guten Wert. Tatsächlich wahrscheinlich der Erzbischof, oder? Wenn ich jetzt eh... Ja, komm. Ja. Habe ich einen Hofarzt? Ja. So, dann, guck mal, der ist auch instant jetzt durch gewesen. Dann bekehren wir jetzt hier... Was können wir hier bekehren? Schleswig. Anscheinend müssen wir Dänemark noch weiter stabilisieren, oder? Ja. 8 Jahre. Heilige Scheiße. Okay. Hat das Spiel ein Ende? Nee. So. Alter, wo rennen die denn schon wieder hin? Die sind ja unten gerade abgehauen. Bulgarien kommt jetzt mit 5000 Leuten, ey. Have fun. Jetzt dreht der um, ne? Der faked hier immer unten an. Nope. Wobei. Nee. Mach du mal dein Ding. So, tschüss. Noch eine Tochter. Mazat. So, weg. Dann greifen wir jetzt hier an. Da kommt er schon wieder. Sag mal, ist der dreist? Ist der dumm? Ist der... alles? Kriegt die Fresse. Die, also, Ossis, ne? Dumm. So, Bulgarien ist da. Jetzt werden Mütter geliebt. So. Meine Cousine Sophia hat ein Kind aus einer sündigen Vereinigung unter dem Hell. Die ist tatsächlich aus meiner Dynastie. Na gut. Alter, Elsass. Und Lothringen ist richtig weggeschrumpft. Das ist ja unnormal geil. Nice. Irgendwie, ich versuche auch die ganze Zeit den Papst zu beeinflussen, aber ich sehe die ganze Zeit, wie es nicht klappt. Oh, doch. Doch, doch.
Dann würde ich jetzt einen Ablass kaufen, weil dann geht Eidbrecher weg, Ehebrecher weg. Müsste. Und ich kriege halt Frömmigkeit. Ja, verliert die Eigenschaft Ehebrecher. Und Frömmigkeit? Müssen wir mal aufpassen. So oder so, Worth. Geld haben wir gerade genug. Ja, es lohnt sich, dass ihr ja einen Buße für eure Sünden tut. Ich nehme aber großzügige Spende an. Okay, da hat sich ein bisschen was verändert. Tatsächlich. Ich glaube, hier gab es einfach nur Fortschritt. Tatsächlich. So. Das hier ist übrigens ja auch ein Religionskrieg. Bedeutet, glaube ich, dass wir hier bei Abschluss auch ein bisschen Frömmigkeit kriegen könnten. So, krieg's aufs Maul. So, und jetzt gehen wir hier auf die Hauptstadt zu. Mir reicht's. Ich könnte auch die... Ja, hätte auch die ganze Zeit meinen Orden dazu holen können. Naja. So. Aha. Ja, geil. Ah, der hat schon 99. Holy shit. Okay, dann können wir jetzt tatsächlich wen anders beeinflussen. Willst du inzwischen? Nee, schade. Vor allem alles Töchter, ne? Machst du nix. Kann ich alle verheiraten. So. Wen umgarne ich jetzt? Wahrscheinlich den hier, wa? Herzog Adagut 2 von... Alter, was hat der denn für ein... Der hat ja einiges. Krass. Ja, komm. Beeinflussen wir dich. Oder ist hier irgendjemand, der mich richtig... Er hier mag mich gar nicht. Aber muss er durch. So, dann machen wir hier jetzt Schluss. Ende im Gelände. Stadt Büding. Irgendwo, ja, ist mir scheißegal. Hessen ist nicht interessant für mich. Gut, aber der Orden wächst. Ich kriege richtig Kohle. In Dortmund wurde fertig gebaut. Das heißt, Klosterschulen bauen. Und hier bauen wir... Hier bauen wir Wälle und Türme. Abfahrt. Und hier wird die Stadt noch gebaut. Und hier haben wir ausgebaut. So, wie ist es eigentlich hier? Erbherrschaft. Gut. So, das haben wir. Aber wann ist denn hier eigentlich Ende? Hier ist Lausitz. Die hau ich um. Verdacht von Hexerei. So. Sie muss brennen für ihre Verbrechen gegen Gott. Oder? Ja, na klar. Vollkommen klar. So, die Hexe brennt. Dann sind auch die Bauern zufrieden. Ja, die kriegen auch einen Sack nicht genug. Die gehen immer hier nach Hohenstein. Und warten dann, bis sie verdroschen werden. Alter, Lausitz kam dazu. Ich habe fast die Tour vergeigt. So, Unterwerfung. So. Schön. Ah, oh, Halberstadt ist wieder meins. Und dazu noch Magdeburg, Dessau. Ja, Magdeburg und Dessau. Hier im... Ne, den Knick hatte ich, glaube ich, auch schon vorher. So, die muss ich jetzt erstmal abgeben, weil ich zu viele Domänen halte. Halberstadt. So, wie ist es denn? Dynastie Spandau. Zufrieden. Gibt es da was? Ja, ich habe hier einen Cousin. Geil. Der hat hier drüben. Ja, gut. Dann kriegt er das alles. Weil du bist zufrieden. Nice. So, glaubst du überhaupt? Nee. Tamina Spandau kann heiraten. Okay.
3000 Truppen. Abfahrt. Viel Spaß, Samina. So. Bisschen Lösegeld. Gut. Jetzt haben wir Pommern verdrescht. Das war eine Genugtuung, muss ich sagen. Nächstes Ziel wäre jetzt England, Alter. Aber da brauchen wir hier noch ein bisschen Religion. Religion. Wie sieht's mal Lothringen aus? Wann kann ich da wieder reindippen? In 2 Jahren. Wunderbärchen. Oh. Bayern wurde ziemlich verdrescht. Von Byzantinisches Kaiserreich. Das ist doch eine gute Gelegenheit, hier zu joinen. Guck mal, wir haben hier ein paar Ansprüche von unseren Vasallen, die wir durchbringen könnten. Das hier wäre natürlich der größte Brocken. Der hat auch noch Lombardei. Nee. Tja. Also dann fingiere ich hier lieber einen Anspruch tatsächlich. Hierauf. Ah, ich muss hier eh wieder alles neu fingieren. Stimmt. 16 Monate. Okay. Das werden wir jetzt aber hinkriegen hier. Den Bereich hier zu fingieren. So, tolles Bündnis. Okay. Gut. 22 Kampfgeschick. Den werben wir an. So, jetzt versuchen wir mal meinen ganzen Hof zu bekehren tatsächlich. Ja, hier. Bekehrung verlangen. Der will nicht. Aha. Der will auch nicht. Der will. Ja, der Hof ist langsam. Was habe ich hier? Erpressen. Ungläubig. Ja, geil. Gut. Anspannungsstufe. Scheiße, ich habe den erpresst. Und jetzt... Ah, weil... Nachsichtig. Scheiße. Okay, kriegen wir auch wieder einen Griff. Kriegen wir wieder einen Griff. Müssen nur ein bisschen warten. Okay. Die ist halt immer noch im Knast. Das ist ja der Hammer. So, wir können probieren, die bulgarische Nachfolge ein bisschen, ne? Wen haben wir dahin verheiratet? Ja. Nice. Das heißt, okay, wir müssen den hier umbringen. Aber der... wird halt safe bald sterben. Passt auf, ich zeige euch das. Also, nehmen wir das Byzantinische Kaiserreich. Und, Quatsch. Ich bin dumm. Bulgarien. Nehmen wir Bulgarien. Und dieser Knabe ist verheiratet matrilinear mit Hartwig von Spandau. Bedeutet... Wenn die Kinder kriegen, gehört Bulgarien zum Haus Spandau. Er hier ist todkrank und er ist, glaube ich, sein Sohn. Ja. Ja.
Das heißt, der ist halt auch schuppig. Aber der muss weg. 8%. Ah, aber ich bin nachsichtig. Nee, das kann ich gerade nicht machen. Gut, wird nicht an, ihr seid bereits König oder Kaiser. Mhm. Gut. Ist jetzt irgendein Ratsmitglied weggecheckt? Okay. Den rein. Muss ich irgendwo Kontrolle reinbringen? Nö. Dann holen wir bitte, genau, Befehlshaber ausbilden. Wir können Sultan Hamut den Krieg erklären. Was? Warum? Hier ist Spandau. Alter, was? Das ist ja ultra funny. Heirat arrangieren. Alter, eine Tochter ist richtig krank. Also richtig krank gut. Jawohl, hier wird was sächsisch. Machen wir direkt noch mehr. Hier Dortmund. Dortmund wird sächsisch. Okay. Ja. Dann, Leute, wir müssen halt beten, dass England bestehen bleibt. Oh, ich dachte schon. Okay, die haben nur ganz viel Bündnisse. Bekehrung verlangen. Würde nicht annehmen. Ja. Was für Kriege könnten wir denn machen? Schweden angreifen? Also wir können hier unser Land erweitern. Samisch wäre hier. Also im Norden haben wir alle Freiheiten, weil da können wir einfach Religionskriege um Herzogtümer die ganze Zeit machen. Das kostet halt Frömmigkeit. Aber scheiß drauf. Wir können Königin Bertha... Lol, wir können hier den Krieg erklären. Machen wir aber nicht. Bayern können wir den Krieg erklären. Lol, da oben ist einfach Bayern. Das ist so lächerlich. König Adalgar Mazatzon. Mazatzan. Das ist arschwitzig. Gut. Estland. Ist klar, Estland. Ja, also wir können halt die ganzen Heiden abfarmen, aber tatsächlich will ich lieber, dass meine Truppen sich regenerieren. Und hier beanspruche ich jetzt das Gebiet, dann kann ich Lothringen nochmal wegboxen. Bald kommt Frankreich, müssen wir darauf achten. Ja, bei Bulgarien können wir uns ein bisschen konzentrieren. Aber da, ich muss jetzt Anspannung erstmal verlieren, bevor ich da was unternehme. Der hat eine Nebenlinie erschaffen, okay. Mach das. Achso, gegen Bayern wird Anspruch, ja genau, gegen Bayern wird Anspruch fingiert und danach werde ich hier gegen Lothringen Anspruch fingieren. Ah Mann, dass wir dieses Herzogtum immer noch nicht haben, ey. Wann kann ich es denn übernehmen? Ihr habt 3 von 4 erforderlichen Grafschaften. Ich brauche nur noch eine. Okay, dann brauche ich ja nur den Krieg gegen... Okay, cool. Nee, komm raus. Lassen wir. Ja, aber wir haben heute wieder gut was geschafft. Ich meine, wir haben Lothringen komplett zersetzt. Bei Friesland haben wir direkt zugeschlagen. Das gehört jetzt bald zu unserem Haus, sobald die Königin stirbt.
Wir haben in einem Kreuzzug England erobert. Das gehört jetzt auch zu unserem Haus und werden wir uns gleich einverleiben. Aus irgendeinem Grund haben wir hier große Teile von Irland. Und hier so Flickenteppich. Ich glaube, das ist tatsächlich auch alles durch einen Kreuzzug entstanden. Weil hier auch Wikinger waren. Ich glaube, ne, hier ist ja auch zum Beispiel Schweden. Kann sein, dass wir davon Teile bekommen haben. Ansonsten haben wir hier was zurückerobert vom letzten Mal. Lausitz. Das sind halt echt Schlawiner, ne? Die werden wir nochmal richtig durchboxen. Ja, Dänemark ist jetzt safe. Hier oben hat einfach unser Onkel, Prinz Sigvard von Spandau, den wir vorher enterbt hatten als Kalle, der hat hier richtig ganze Arbeit geleistet. Ist Ehre. Bitte zeig den Stammbaum, das kann ich mal machen. Also. Alter. Hier haben wir gestartet. Hier war König Sterzig. Hier sind wir richtig in die Breite gegangen. Also König Sterzig, der ist richtig. Gibt es hier irgendwie Drag and Drop oder wie move ich hier die Karte? Ich kann die Karte irgendwie nicht moven. 79 am Leben. Also wir snowballen hier richtig rein, Alter. Sterzig der Erste, genau. Dann kam Kalle, der Wunderschöne. Jetzt sind wir bei Sterzig der Zweite. Wir werden dann mit Jasper weitermachen. Ah, ich muss so immer ranzoomen, okay. Wie viel Sterzig der Zweite hatten wir? Also, wir haben König Sterzig gespielt. Da kam Prinz Sterzig der Zweite raus, das war ein Sohn. Ich hatte zwei Prinz Sterzige der Zweite, da habe ich aus Versehen zweimal Prinz Sterzig der Zweite eingegeben. Das ist halt übel bad. Okay, daraus entstanden sind keine Sterzige mehr, wie ich das sehe. Sehr gut. Bei Prinz Henno auch kein Sterzig entstanden. So. Mazat hat sich auch gut gespreadet mit Königreich Jerusalem. Ja, hier ist jetzt noch ein Sterzig, aber der wird ja jetzt auch bald gekillt in der Schlacht, gehe ich mal von aus. Okay, also das Ding ist, es gab halt zwei... Nee, Alter, bin ich dumm. Nee, okay, also es gab jetzt zwei Prinz-Sterzige, die zweiten aller, also zwei und zweieinhalb. Meanwhile hat mein Sohn Kalle Kind bekommen... Und der wurde vom Spiel automatisch Sterzig der Zweite genannt, weil es Sterzig den Ersten schon gab. Das heißt, es gab drei Sterzig die Zweiten aller. Was ist eigentlich mit Papo passiert? Also hier war Kalle, Mazat, Papo. Wurde von Graf Reinhard... von Burgau in der Schlacht erschlagen. Im Alter von 20. Ja, das war unglücklich. Heilige Scheiße, sind alle mysteriöse Umstände. Verletzung, Gefangenschaft, starb an Blattern, starb im Kindbett. Alter. Ja, Mittelalter war ein bisschen hart. Okay. Warum ist jetzt ein Ratsmitglied weg? 21. Das sind gute Stats. Ja gut, dann würde ich sagen an dieser Stelle, es war mir heute wieder ein inneres Blumenpflücken. Wir haben gut was geschafft. Ich habe es gerade zusammengefasst. Wir können jetzt nächste Mal, denke ich, dann auf Erbherrschaft umskillen. Ja. Und ich glaube, nächstes Mal tut sich auch nochmal richtig was, weil hier bin ich jetzt nah dran. England wird erobert.